So, jetzt wollen wir mal versuchen, einen Schritt weiter uns selbst näher zu kommen. Was meine ich damit? Die Selbsterkenntnis, dass man in einer riesengroßen Lüge lebt. Und es ist nicht so niemand, den du dir ausdenkst, ist schuld, dass du in einer Lüge lebst, sondern bloß du selbst aufgrund von Unachtsamkeit und weil du ständig einfach nur nachäffst, Sachen in deinem Kopf verwirklichst als Vorstellung, von denen du in dir selber den Glauben trägst, einen angeblich hundertprozentig sicher bewiesenen Glauben, dass das da außen genauso ist, wie du dir das jetzt denkst, oder dass es in der Vergangenheit schon war, wie du dir das jetzt in die Vergangenheit denkst. Ich sage wieder vorneweg, wie jedes Mal, ich erkläre, alles, was ich erkläre, erkläre ich den Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Mit allem, was dazugehört. Für mich ist nur dieser eine Geist von in der Esse. Alles, was Gedanken sind, sind vergängliche Erscheinungen. Und ich betone jedes Mal, Holofeeling ist das einzige Denksystem, Glaubenssystem, logische System, das Satz für Satz, Wort für Wort auf 100%ig sicher überprüfbaren Fakten basiert. Es sind keine Mutmaßungen. Und es ist so leicht zu beweisen, dass alles, was du an Glauben nennst, ob das Religion ist im klassischen Stil, ob das Esoterik ist oder allen voran diese vollkommen geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft, dass das mit Fakten in deiner Vorstellung von Fakten nichts zu tun hat und weit, weit, weit davon entfernt ist, 100% sicher zu sein. Nur weil dir was logisch erscheint, ein logisches Konstrukt, heißt noch lange nicht, dass es hundertprozentig sicher ist. Und es sind so kleine Sätze in Holofeeling, wo ich sage, wenn du einen einzigen Satz verstanden hast, hast du alles verstanden. Es ist wirklich so. Und dann passieren Wunder in dir, Wunder, die du mit deiner jetzigen Logik gar nicht fassen kannst. Und das hat nichts mit religiöser oder esoterischer Spinnerei zu tun, sondern mit hundertprozentig sicheren Fakten. Darum gleich vorneweg nochmal, das Wort Faktum heißt eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Punkt. Fagere, tun, machen, handeln. Und die Tat besteht darin, dass du jetzt was denkst. Ich mache das ganz kurz, weil mir steigen jetzt gleich voll ein. Ich muss immer wieder wen neugierig machen. Es gibt ja, jetzt denken wir uns welche aus, die das erste Mal auf ein Holofeeling-Video klicken und dann klingt es schon unheimlich irr. Es ist aber nicht irr, das ist eine ganz klare deutsche Sprache und es ist so, du Geist, den ich das jetzt erzähle, du musst erst einmal wissen, was ein Geist ist. Er ist ein absolut nicht denkbares Nichts. Die Grundvoraussetzung, dass du ewig bist, du bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, mit hundertprozentiger Sicherheit ein Geist. Und ein Geist, Wesen, ist in einem gewissen Maß okay. Ein Gotteskind ist ein Gott, ein Schöpfer. Und jetzt mache ich das in einer ganz einfachen Sache. Es ist hundertprozentig sicher, dass in dem Augenblick, wo du Geist an irgendetwas denkst, entsteht in dir eine Information. Und diese Information ist genauso, wie du sie denkst, sie ist, weil du sie denkst, egal wo du die räumlich oder zeitlich jetzt hindenkst, unbewussterweise. Sie ist hier und jetzt deine Information. Und der nächste Gedanke, den du denkst, zerstört die bestehende Information. Es ist ein ständiger Wechsel von Informationen und diese Informationen, die du jetzt in einem ständigen Wechsel erlebst, erlebst nur du. Der Witz ist, es hängt jetzt extrem davon ab, wer du zu sein glaubst. Das ist die erste Verwechslung. Du glaubst, irgendjemand zu sein. Das heißt, wenn du an dich denkst, nochmal, du bist etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann. Und in dem Moment, wo du an dich denkst, denkst du jetzt erst einmal an deinen aktuellen Körper, an diese Person, an die Maske, die du trägst, in die du eingesperrt bist. Das ist alles von jedem Kind nachvollziehbar. Der Witz ist aber, dass sobald du an was anderes denkst, nicht mehr an deinen Körper denkst, bist du immer noch derselbe Geist. Du siehst einen ständigen Wechsel von Informationen, der an dir selbst, an dir Geist, weil du nichts bist, nichts bleibt, nichts, überhaupt nichts verändert. Und du kannst niemals was in der Vergangenheit gedacht haben und du kannst auch in der Zukunft nicht denken, sondern Denken passiert hier und jetzt. Diese Erkenntnis, diese tiefe Erkenntnis, das übrigens nur Geist erkennen kann, niemals ein Mensch, den du dir ausdenkst, das ist extrem trügerisch, zerstört alles in deiner Welt an Wissen über Religion und Naturwissenschaft.
ohne das zu zerstören, weil jetzt kommt der Witz mit Holofeeling, du wirst von mir niemals hören, dass irgendein Gedanke, irgendeine Information, die du in dir aufbaust, unwichtig wäre. Oder zum Beispiel, dass es das nicht gibt, dass das nicht existiert. Das sind so Behauptungen, die vollkommen geistlos nachgeäffern, wenn einer sagt, Gott existiert nicht, sag ich, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist der kleine Trick, um etwas zu verneinen, um etwas von dir bestimmt des jetzt Gedachtes zu verneinen, musst du das Ding zuerst einmal denken, um behaupten zu können, dass das nicht existiert. Das sind die zwei Seiten. Ja. Und jetzt könnte ich beim Siegfried wieder sagen, ein sehr, sehr gebildeter, der Intellekt, und jetzt kommt der Siegfried, den Namen, das ist das eine Pixelmännchen, dass das alles Gedanken sind. Ob du jetzt das Pixelmännchen anschaust oder ob du dir denkst, der ist ja irgendwo da außen, das wurde ja irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen. All das, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst, hier und jetzt. Und mach dich, Geist, vollkommen blind, weil du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Und ich mische jetzt immer, dass ich sage, auf der Bröselebene, so wie dein Denken, dein gewohntes Denken ist, ein Siegfried ist sehr, sehr gebildet. Ins Detail müssen wir nicht gehen. Der ist relativ normal, ich sage mal normal gelehrt, fit im Althebräischen. Was hast du eigentlich genau studiert? Theologie oder was war das, Siegfried? Ja, und alte Sprachen aber auch, ja. Theologie und alte Sprachen. Der hat jetzt einen großen Vorteil gegenüber dir, weil ich einmal davon ausgehe, je nachdem, wer du bist, dass du relativ wenig Ahnung hast von alten Sprachen. Aber es ist immer, wenn ich Fachleute habe. Ich, wer ist jetzt ich? Du kannst jetzt in Udo genauso ausdenken, wie ein Siegfried ausdenkt. Es sind Figuren in deinem Traum. Du träumst jetzt. Ich lasse zwei Metaphern parallel laufen. Das ist einmal, dass ich sage, stell dir vor, du bist ein Computer. Und dieses, mit diesem Computer symbolisieren wir dich selbst, das Bewusstsein, rot gelesen. Ich habe das tausendfach erzählt, aber ich bringe jetzt wirklich was ganz, ganz Neues. Obwohl es eigentlich alles schon tausendmal erzählt wurde. Dann muss dir klar sein, dass alles, was in dir auftaucht, und jetzt, soweit du diesen Verstand hast, dass du, hängt immer davon ab, dein eigener Intellekt bestimmt jetzt, was du aus den Worten machst. Junge Leute kennen Computerspiele, offene Welten. Du bist jetzt der Computer oder träumender Geist und du hast jetzt in deinem Arbeitsspeicher eine gewisse Datei. Diese Datei ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ich nenne das den Schwamminhalt. Da ist alles, was prinzipiell, wenn du ein Videospiel spielst, alles, was prinzipiell auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist auf dieser Datei gleichzeitig drauf. Kann man nachvollziehen. Und du setzt dich jetzt als Spieler, das ist natürlich alles, was ausgedacht ist, der Spieler, der sich, wenn du jetzt sagst, ich bin ein Spieler und setz mich an den Computer, das bist nicht du. Das sind alles jetzt nur Gedanken, die von dir erschaffen werden in deinem Kopf. Du setzt dich hin, das Spiel beginnt, du hast eine Information, das ist das, was du auf dem Bildschirm siehst und du reagierst auf die Bilder. Und jede Reaktion ist eine Eingabe in dem Programm, das praktisch das Bild umrechnet. Das ist schon, wenn du den Kopf drehst, verändert sich deine Information. Du kannst natürlich aus der Wohnung rausgehen, du kannst durch die Wälder laufen, aber du hast nur ständig wechselnde Bilder. Und jetzt denkst du dir, du hast noch eine VR-Brille auf. Was mir jetzt wichtig ist, dass du begreifst, alles, was prinzipiell in Erscheinung treten kann, ist auf dieser Datei drauf, sonst wird es nicht auf dem Computer, auf dem Bildschirm auftauchen können. Was du letztendlich in einem ständigen Wechsel siehst, ist das, was du dich selber hinrechnest, wo du dich hinfokussierst, was du aus dieser Datei herausholst. Und bei Holofeeling geht es ja so, dass dein Schwamminhalt, wie ich das nenne, die Datei, diese Weltvorstellung, die du jetzt in dir trägst, wo du ein Nichts von dem, was möglich wäre, was du aktivierst. Jetzt bleibe ich wieder auf der Bröselebene. Du könntest dich jetzt aus der Wohnung rausgehen, ins Auto setzen, in irgendwelche Großstadt fahren, in Läden reingehen. All die Bilder sind alle in dir drin, jetzt. Und es geht jetzt nicht nur um die Welt, die du dir ausdenkst, sondern ich sage, das Bücherregal, das sind keine Bücher, sondern Videospiele. Da gibt es Mittelalterspiele und Science-Fiction-Spiele. Und jetzt mache ich Cut, dass ich nicht so weit gehe. Das ist jetzt für Einsteiger. Das ist ein neuer Denkansatz, der ist extrem einfach erklärt. Und jetzt übertrage ich einmal den Bildschirm. Und jetzt kommen wir wirklich neu. Das habe ich wieder 10 Minuten. 10 Minuten, was sind 10 Minuten? Diese letzten 10 Minuten sind einfach nur ein Gedanke, den du jetzt denkst. Und wir beginnen hier, das ist das neue, das ist der neue Text von dem Selbstgespräch. Das hängt dann unter diesem Video dran. Und zwar nennen wir das Update. Jeder hat Recht, aber nur ein wenig.
Jetzt ist es, wenn du das wirklich verstehen willst, musst du jedes einzelne Wort verstehen. Und wir kommen jetzt in eine Basis mit Holofeeling, dass ich als allererstes, lasse ich hier mal, schau mal in dieses Video rein. Das größte Rätsel des Universums. Das ist so ein Ordner, wenn man den anklickt, mit naturwissenschaftlichen und philosophischen Beschreibungen und Problemen. Und das größte Rätsel des Universums, was ist das größte Rätsel des Universums? Schauen wir mal, was die sagen. Die allermeiste Zeit, seitdem die Menschheit existiert, waren die verschiedensten Kulturen, egal wo auf der Erde sie lebten, davon überzeugt, dass die Menschen und Tiere eine immaterielle Seele besitzen. So, das geht jetzt schon los. All das ist geistlos nachgeäfftes Geschwätz. Das ist auf deinem Programm drauf. Die meiste Zeit, wo die Menschheit. Es ist das da mal, du hörst jetzt ein Geräusch aus einem Lautsprecher, den du dir natürlich auch ausdenkst. Ich spreche das gezielt an, weil jetzt spricht kein Mensch. Das sage ich jedes Mal. Der Weg in die Freiheit beginnt, dass man nur noch mit den Wissenselementen arbeiten, die hundertprozentig sicher sind. Und was absolut hundertprozentig sicher ist, ist, dass das, was du jetzt siehst, dass das existiert, was jetzt existiert, diese Information, das ist hundertprozentig sicher, das kannst du glauben. Du hörst jetzt ständig wechselnde Geräusche, wo jedes Geräusch, jedes Wort spreche ich jetzt. Du hast einen Monitor vor dir. Und du siehst jetzt hier kleine Strichmännchen, die letztendlich nur auf dem Monitor aus flackernden Lämpchen bestehen. Diese Strichmännchen sind flackernde Lämpchen. Die Männchen sind Lämpchen. Kann auch ein fotorealistisches Bild drauf sein, es bleiben trotzdem dieselben kleinen Lämpchen. Und jetzt ist es also so, dass die Menschheit, an was denkst du bei dem Wort Menschheit? Und da wird es ja sehr interessant, wenn man die Worte hebraisieren, was ich immer wieder sage. Das klassische Wort für die Menschen oder Leute ist Medim. Das beginnt mit Med. Das ist das einmal blau gelesen, sind das gestaltgewordene Erscheinungen. Da setze ich jetzt einfach Grundwissen heraus. Oder rot gelesen ist das geistige Meer, das immer Daseinende, das ist das hebräische Wort für Gott, ist El Hayom. Gott, das Meer, wobei El auch nichts heißt. Dieses Nichts, das bist du. Du bist im Meer, immer. Du wirst jetzt irgendwann merken, du brauchst diese Vatersprache, die hebräische, diese göttliche Vatersprache. Wenn du die beherrschst, kannst du wirklich, du wirst ein Magier, du kannst komplett deine Welt, deine Physik, alles verändern. Und die kostet dich nichts, außer dein momentanes Leben. Macht Angst, ne? Aber jetzt, was ist dein Leben? MD sind gestaltgewordene Erscheinungen, das ist das hebräische Wort für Tode. Sterben, Tod, Kriegsleute. Und ihm heißt das Hebräische, heißt mehr, du bist immer. Und jetzt ist es, das ist das normale Medim, sprechen das die Hebräer aus. Das sind einfach die Menschen, die Leute, die du ausdenkst. Ich sage, lass die Toten ihre Toten begraben. Es gibt natürlich auch noch die Enoshot. Das ist der Mensch. Der Mensch, aber der ist gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unhaltbar, verzweifelt. Und dann haben wir die Enoshot, die Mehrzahlendung sind dann die Menschen, und du merkst, es ist immer tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Es gibt aber eine einzige Ausnahme in dem Spiel. Die Ausnahme, die die Regel bestätigt, das ist der Adam. Und das ist der Mensch, den Gott erschaffen hat. Du bist Gott, und wenn du jetzt an dich denkst, denkst du zuerst einmal an Adam. Und da steckt jetzt dasselbe Wort anders ausgesprochen. Ich gehe jetzt das Aleph-Zeichen, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Heißt auch rot. Und es das heißt, ich bin ruhig, still, ich schweige, ich erstarre, ich verstumme, ich bin ruhig. Merkt ihr das bitte? Ich komme da gleich noch dazu. Dieser Ruhige, dieser Stille, der alle einfach nur beobachtet, das ist ein träumender Geist. Darum ist in der Bibel, Vers 26, 27, der Adam auch. Seger, wenig Körper, männlich und weiblich, was genau genommen eigentlich heißt, ich mag es nochmal ganz kurz, Denker und Ausgedachtes. Der Adam ist ein träumender Geist. Und wenn ich jetzt sage, der Geist, der Denker, das ist die männliche Hälfte, schau das kleine Bild an, und es ständig sich veränderte, das ist die Frau, das Weib, habe ich tausendfach erklärt. Und wichtig ist jetzt, es muss ein Geist da sein, der sich selbst als Adam ausdenkt. Das ist Gott. Das heißt, wenn du an dich denkst, denk nicht an diesen Trockennasenaffenkörper, oder an diesen Menschen, den du als Ding an sich gar nicht denken kannst, weil ein Mensch ist ein Menschenleben, das ist das Programm vom Säugling bis zum Greis, sondern denk dich als träumenden Geist, sage ich auf Hunderten von Selbstgesprächen, das ist der Adam. Aber du bist jetzt nicht dieser Denker, der träumt, sondern der Geist,
den ich jetzt aussprechen muss, der rote. Rot heißt etwas Nichtdenkbares. Okay? Das ist also mal hier die erste Stufe. Wir gehen jetzt in eine ganz vollkommen neue Tiefe rein. Hören wir weiter hier an. Sie glaubten, dass uns diese Seele grundlegend von der toten Materie um uns herum unterscheidet. Also der Adam, der Geist, hat eine Seele, was die andere, die um dich herum ausgedachte Materie unterscheidet. Und ich sage jetzt, wir machen das ganz einfach. Es ist vollkommen gleichgültig, ob du irgendeinen Trockennasen auf dem Körper, eine Ameise, ein Pferd, einen Stein, einen Felsen, ein Haus, egal was du denkst. Es ist einfach nur eine Information, die ist jetzt, weil du sie denkst. Und es verändert an dir überhaupt nichts. An dir Geist, von dem Geist, den wir jetzt reden, den schreibe ich rot, weil dieses Rot symbolisiert etwas, was nicht in irgendeiner Art und Weise als Ding an sich existieren kann. Die Grundvoraussetzung, dass du ewig bist, in der Physik nennt man das E-Quadrat, das ist die Energie in der Einsteinformel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, sich dabei selbst nicht im geringsten verändert, weil sie weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Und das gilt nur für eins. Das funktioniert nur bei einem jetzt ausgedachten Ding, das nennen wir Nichts. Ein absolutes Nichts kann nicht vernichtet werden, es ist schon nichts und es kann nicht vermehrt werden, weil es bleibt nichts. Für die Menschen damals war es somit auch völlig klar, dass sie selbst ein Bewusstsein haben. Es ist schon hochinteressant. Ich denke mir jetzt einen aus, der das Video macht, der entsteht hier und jetzt in meinem Kopf, weil ich an den denke. Für dich ist es vollkommen logisch, dass wenn du nicht an diesen Schöpfer dieses Videos denkst, dass der das trotzdem in der Vergangenheit gemacht wäre, hat, sonst wäre es ja jetzt nicht im Internet. Und das ist schon der große Trugschluss. Das Internet symbolisiert Gott. Alles, was jemals war und was noch sein wird, in einen einzigen, unendlich kleinen Punkt zusammengeschmissen, das ist Gott. Wo unendlich viel drin ist, und das symbolisiere ich mit dem Internet, und dann kommt das Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus diesem Nichts, wobei Creatio eigentlich erst in zweiter Linie im altlateinischen Schöpfung heißt, es hast eine Auswahl. Du wählst aus diesen unendlich vielen Möglichkeiten eine heraus. Und wenn ich jetzt das Wort immer, im Meer, ewig verstehe, die Ewigkeit ist übrigens auch nichts, was sich von der Vergangenheit in die Zukunft ausspannt. Die Ewigkeit ist das ewige Jetzt. Und egal, wo ich mir jetzt was räumlich oder zeitlich hindenke, es ist trotzdem hier und es ist jetzt meine Information. Und dann wird schon interessant, dass jetzt die, die du dir ausdenkst, die das und das gedacht haben, sind doch nur ein Gedanke, den du denkst. Kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du ihn dir denkst? Die Frage solltest du dir mal selber beantworten. Das gilt für jeden Menschen, den du jetzt denkst. Schon die Frage, an was denkst du bei dem Wort Mensch? Da muss dir klar sein, dass du bei dem Wort Mensch denkst du an irgendeinen Trockennasenaffenkörper. Aber ich betone nochmal, ein Mensch ist ein ganzes Menschenleben, vom Säugling bis zum Greis, und ein ganz bestimmter Körper innerhalb dieser Menschenlaufzeit, vom Säugling bis zum Greis, wo du immer nur jeden Moment jetzt denken kannst. Du kannst jetzt an einen 20-Jährigen denken und du kannst jetzt an einen 50-Jährigen denken. Oder an einen 10-Jährigen. Oder ich sage jetzt, je nachdem wie alt du bist, wenn du jetzt an deine verschiedenen Körper denkst, diese Körper entstehen immer jetzt in dem Moment, wo du sie denkst. Und sie werden genauso sein, wie du sie dir denkst. Das heißt, wenn du jetzt an dich denkst als 20-Jährigen und dann denkst du an deinen besten Freund, wie du 20 warst, denkst du einfach jetzt an deinen Körper. Was verändert das an dir? Du wirst jetzt langsam merken, dass das Holofeeling hundertprozentig sicher ist, was ich sage. Geh meine Gedankengänge mit, zerstört alles an Außenwelt. Du beginnst einfach, das erste und das zweite Gebot in der hebräischen Bibel, in der Tora zu halten. Du machst dir kein Bild mehr von dir selbst, weil du ein Gotteskind bist. Du bist ein Adam, kein Enosch, kein sterbliches Säugetier. Und du machst dir kein Bild mehr von irgendetwas da draußen. DR-Sen, habe ich oft erklärt. DR ist die geöffnete Berechnung, hast eine Generation. Von was da droben im Himmel, da drunten auf der Erde. Oder von irgendetwas im Meer selbst. Wieso? Weil im Meer selbst gibt es keine Welt. Die Wellen, die Gedankenwellen sind immer was Ausgedachtes, Vorgestelltes. Aber alles, was du dir ausdenkst, ist nicht da außen. Es existiert in dir als Information. Während die tote Materie um sie herum völlig unbewusst ist. Doch mit dem Beginn der modernen Naturwissenschaften wurde klar, dass wir Menschen aus den exakt gleichen Teilchen bestehen wie die tote Materie um uns herum. Das ist der größte Druckschluss, den es überhaupt gibt.
Das gilt zwar in Bezug auf den Körper, ob du jetzt an einen Computerchip in einen Computer denkst oder an dein Gehirn denkst, du denkst dir Materie aus. Aber es sind ausgedachte Dinge und ausgedachte Dinge, alles was existiert, kriegt es nicht mit, dass du es denkst. Das gilt übrigens für alles, dass ich immer wieder sage, dein Zahn hat keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Oder dein Kopf, den du denkst, wenn du Kopfschmerzen hast, der Kopf selber kriegt das gar nicht mit. Und wenn du jetzt als Brösel unter Brösel, als Menschenaffe unter Menschenaffe mit anderen Affen zusammen bist, die kriegen das nicht mit, dass du sie wahrnimmst, weil letzten Endes träumst du jetzt und du hast nur sinnlich wahrgenommene Informationen. Diese sinnlich wahrgenommenen Informationen nennst du Menschen auf deiner VR-Brille, die in einer gewissen Entfernung vor dir um dich herum zu stehen scheinen, wenn du in einer Gruppe bist. Es sind trotzdem deine Informationen. Und auch jetzt betone ich, das ist hundertprozentig sicher und nicht, dass die da außen das mitkriegen, was du dir denkst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und so wenig wie du einen Computer erklären kannst, dass er ein Computer ist, kannst du einen Affen erklären, dass er ein Affe ist. Da ist kein Unterschied, ob du jetzt einen Schimpansen vor dir hast, einen Gorilla, einen Orang-Utan oder das, was du Mensch nennst. Das sind alles Primaten. Ich mag es jetzt, schau das kleine Bild an, ich mag es so, ich habe jetzt zwei Hände erschaffen auf dem Monitor. Dasselbe passiert, wenn du jetzt an deine zwei Hände denkst und die dir vor die Augen hältst. Dann hast du die auf der VR-Brille und dann mach die auf und zu, erklär deinen Händen, dass du sie erschaffen hast, sondern dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht. Also vergiss in irgendeiner Form, dass du geistig gesehen mit irgendeiner Information von dir kommunizieren kannst, die wird es nicht mitkriegen. Es ist ein Selbstgespräch, was wir jetzt machen. Ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt und zwangsläufig sich jetzt einen Udo ausdenkt, einen Sprecher ausdenkt, der jetzt übrigens nur ein Gedanke in deinem Kopf ist. Cut, schau einfach, was jetzt da ist. Du und dein Computer. Jetzt, was meine ich mit du, der vor dem Computer sitzt? Wo war der jetzt die ganze Zeit, wenn du aufmerksam zugehört hast? Fundamentaler Ebene unterscheiden sich die Menschen also nicht grundlegend von der toten Materie. Das heißt schlichtweg und einfach, die Menschen, die du dir ausdenkst, weil du an Trockennasen auf den Körper denkst, egal ob du an deinen denkst oder an deine Körper denkst, du kannst dich auch jünger denken oder älter denken, es bleibt alles nur Gedanken oder irgendwelche andere Trockennasen auf den Körper denkst. Sie unterscheiden sich nicht von der Materie. Die Materie ist ganz interessant, weil die Materie beginnt ja schon wieder mit Matt. Das sind die Toten. Es ist tot. Es ist totes Material. Leben ist was ganz was anderes. Da können wir jetzt natürlich diese Materie, wenn du dann reingehst, das war dann. Da kriegst du jetzt den Esel. Den Esel, genau. Der Mensch reitet, der Jesus reitet auf dem Esel. Der Homer dann, die Schwere, der Stoff. Genau. OFF. Einfach Ohrenbarung in Vordersprache lernen. Ich betone, das, was du hier vor dir hast, ist eine ganz, ganz primitive Lehre. Darstellung von einem extrem göttlichen Programm, dieses Programm, das ich dir mit Holofeeling, mit der Vordersprache erkläre. Wenn du das verstehst, musst du zuerst einmal verstehen, diesen kleinen Satz im Anfang ist das Programm. Mit dieser Erkenntnis tat sich eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte jetzt auf. Jetzt kommen wir zu dem Rätsel. Wie kann es sein, dass eine bestimmte Anordnung von Materie, wie die in unserem Gehirn, über ein Bewusstsein verfügt? Hast du das jemals gesehen? Ist das für dich hundertprozentig sicher, dass da in deinem Kopf ein Gehirn drin ist? Und wenn es dieses Gehirn nicht geben würde, würdest du nicht existieren. Du existierst prinzipiell nicht, weil das, was existiert, diese Existiere, das Existierende, diese Tiere, diese Lebewesen, genauso wie die Steine oder ein heliozentrisches Weltbild, das beginnt in dem Moment zu existieren, wo du es denkst und es ist hier und jetzt deine Information. Die große Frage ist, wer schaut sich das jetzt an? Ich betone nochmal, Religion, die jetzige Religion ist eng verwoben mit der Naturwissenschaft. Gott ist für die Geld und diese Naturwissenschaft der jetzt ausgedachten letzten 200 Jahre hat dich, deine Menschheit, nur dich vollkommen entgeistigt. Solange du auf diesem Programm läufst, machst du dich selber zu einem sterblichen Säugetier, du nennst es Mensch, du gehörst zur Gattung der Primaten, bist ein sterbliches Säugetier und du besitzt Bewusstsein. Weil das Gehirn, die Materie, sich aus dem Nichts die letzten 13 Milliarden Jahre seit dem Urgang, so hat man dir das erzählt und du äffst es einfach geistlos nach. Alles wird nachgeäfft. Die Masse, die wird die vollkommene Geistlosigkeit der Figuren in deinem Traum bewusst. Egal wer es ist, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Während andere Anordnungen von Materie, wie die in einem Stein, völlig unbewusst sind. Es ist das eine,
Atome angeblich wie das andere, bloß die haben Bewusstsein. Was ist dieses Bewusstsein? Wie kann ein bestimmtes Zusammenspiel unbewusster Atome einen bewussten Menschen formen? Einige Wissenschaftler sind heute der Auffassung, dass es prinzipiell unmöglich ist, das Bewusstsein naturwissenschaftlich zu erklären. Sie glauben also, dass auch noch so viel Erkenntnis über den Aufbau und die Arbeitsweise des Gehirns Gehirn und nochmal Gehirn dabei helfen wird, das Reden. Das sind alles ausgedacht, das sind geistlose Schwätzer, jeder Mensch. Das Erste, was du zu erkennen hast, ich sage immer ganz einfach erklärt. In dem Moment, wo irgendjemand in dir auftaucht, wenn du ich bist und du bist ich auf der nächsthohen Ebene, das ist die rote Ebene. Wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, was er rezitiert. Das sind einfach nur Dopinggeräte. Ob dir einer ein Corona-Befürworter, ein Impfbefürworter oder ein Impfgegner ist, ob einer für Russland ist oder gegen Russland, zeitaktuell. Er äfft irgendeine Seite aus dem Internet nach. Er äfft irgendeine Seite aus einem Physikbuch nach, aus einem Religionsbuch nach. Und das wiederum sind extrem einseitige Auslegungen. Würdest du was anderes nachäffen? Gesehen, beschwören kannst du das überhaupt nicht. Dann kommen die Faktenchecker, die dir von den Schwubblern was erzählen, die äffen nach, so wie die Schwubbler, die Verschwörungstheoretiker auch alle nachäffen. Es sind Volldeppen. Ich mag es einmal zarter, etwas feiner, weniger beleidigend. Du kannst deinen Gedanken von dir überhaupt beleidigen. Du musst wissen, wenn eine Figur in dir auftaucht, das ist wie eine KI, eine künstliche Intelligenz in einem Videospiel und die wird so reagieren, wie sie programmiert ist. Aber das Programm selber, dies in dem Videospiel, diese KI, der Mensch, der im Hintergrund mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet, der kriegt das nicht mit. Dein Computer reagiert auch, wenn du Eingaben machst. Gib um, mach eine andere Datei auf, es tauchen andere Bilder in dir auf. Die Maschine, die du dir jetzt ausdenkst, kriegt das nicht mit. Der kannst das auch nicht erklären. Und der Mensch, den du dir ausdenkst, ist nichts anderes wie eine KI. Du bist der Einzige, der deine ständigen Wechsel von Informationen erlebt. Lass das wirklich auf dich wirken. Hör dir das immer wieder an, weil du vergisst es ständig, das Leid. Jetzt denke ich einmal an meinen Siegfried, das Siegfried-Programm, das Leid, das du erzeugt hast in dir. Ich springe mal da ganz kurz nochmal zurück. Wir machen dann gleich weiter, weil das sieht besser aus, wenn man jetzt die Pixelmännchen hat, klingt das, wirkt das ein bisschen, ich sage normaler. Das Leid, Siegfried, das du in dir, und jetzt wird es interessant, wenn ich jetzt rede, das klingt so, als wenn ich jetzt mit diesen Pixelmännchen rede. Nein, ich erkläre es, den Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt, der denkt sich jetzt den Siegfried aus, die Helga aus und den Udo aus. Das sind Informationen, das sind Figuren, die erschaffst du jetzt aufgrund dieser Worte. Du bist Gott, wir sind nur Informationen, wir sind Gesocks, vergängliche Erscheinungen in dir. Aber alles, was ich jetzt erzähle, gilt auch für dich. Ein elementarer Satz, dein Ego, dein Programm, wird dir immer, wenn es dir psychisch oder physisch schlecht geht, genau erklären, wer daran schuld ist. Es ist immer ein anderer schuld, das habe ich tausendmal erzählt. Und wenn du das einmal begreifst, dass niemals irgendeine Existenz, die in dir auftaucht, gleichgültig, ob du das jetzt bewusst denkst oder ob es einfach auftaucht oder es ist eine sinnlich von dir gemachte, sinnlich wahrgenommene Information, heißt nur, dass es auf der Verabredung ist, die vier Stufen der Vergessenheit. Es ist ein ständiger Wechsel von Informationen, das ändert an dir nichts. Was die Ursache ist, diese Informationen sind natürlich auch mit Gefühlen verbunden. Dass du dich gut fühlst oder schlecht fühlst oder einen extremen Schmerz empfindest und du wirst irgendwann einmal erkennen, diese Gefühle entstehen niemals durch den Reizauslöser, sondern durch deine Reaktion und Interpretation von dem, was in dir auftaucht. Das heißt, immer wenn du dich schlecht fühlst, gibst du irgendjemand die Schuld und damit entmachtest du dich selber, weil du in der Vergessenheit bist. Das können psychische Probleme sein. Wenn ich jetzt den Siegfried nehme, ich mache jetzt einmal, erlebst der eh bloß du. Was du erlebst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Das heißt, wir gehen einmal davon aus, dass du Geist jetzt das Helga-Programm laufen hast, dann wirst du jetzt auf dem, was ich erzähle, ganz anders reagieren, wie wenn du das Siegfried-Programm laufen hast und was der Siegfried jetzt, wenn er sich seine Vergangenheit denkt. Denkt er an eine ganz andere Vergangenheit, wie wenn das Helga-Programm seine Vergangenheit denkt. Ihre. Seine. Der Witz ist, es gibt nur einen einzigen Geist und sobald dieser Geist sich mit einem bestimmten Leben auseinandersetzt, in sich selbst auseinandersetzt, das heißt, sein roter Kopf, das Symbol des träumenden Geistes, des Kopfkinos, dieser lateinisch kaputt geht kaputt.
Und jetzt passiert ein todbringendes Verbrechen, das ist das Kapital. Jetzt kann ich das wieder positiv und negativ lesen. Das heißt eigentlich, Tod heißt so viele, es so viele todbringend. Und da müsste ich jetzt wissen, dass dieses Bri, B-R-I, mit einem weichen B im Hebräischen, B-R heißt das unter anderem das Äußere und I heißt mein, das heißt mein Äußeres. Aber, und ich springe jetzt dann gleich nochmal zurück, das habe ich in die vorgehenden Selbstgespräche manchmal, ist auch die Genesung und die Vollkommenheit. Genesung. Der Witz ist immer, ob das positiv oder negativ ist, ob ich dasselbe Wort rot oder blau lese. Und so doch wie Ra, gut und böse. Der Baum der Kenntnis von Gut und Böse, da steht eigentlich nicht. Im Großen und Ganzen steht da nur Etz. Etz ist eine augenblickliche Erscheinung, ist Dov Vera. Dieses Gut, Dov auf Hebräisch, eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Und Ra ist ein berechneter Augenblick. Das ist ein aufgespannter, berechneter Augenblick. Wenn du es nicht verstehst, einfach Holofeeling Vordersprache studieren. Und jetzt ist es die Prüfung von dem Geistesfunk, der jetzt das Leben von dem Siegfried durchlebt, der ist durch die Hölle gegangen. Insider nennen das teilweise den Vatikan. Das ist vom letzten Selbstgespräch, habe ich einen angesprochen, ohne einen Namen zu nennen, das ist er. Und wieso? Weil du das bist, wozu ich dich erschaffen habe. Du erinnerst dich an unser Gespräch ohne Beleidigung. Ich fühle ihn dann, dass ich homosexuell bin und das ist doch böse, das ist Sünde, wenn du Theologie studierst. Ist auch Blödsinn. Du bist so, wie ich dich erschaffen habe. Und du meinst, du musst dich an Regeln von Affen halten. Weil du alles nachäffst. Das ist die Quelle von Leid. Du suchst dir doch nicht raus, was du bist. Meinst du, dass ein Tier, wenn ich früher immer gesagt habe, meinst du, ein Regenwurm hat sich rausgesucht, dass er nicht fliegen konnte? Ist das jede Kreatur, jede Kleinigkeit, wenn wir das Göttliche nehmen, den Schöpfer, ist so, wie der Schöpfer das erschafft. Der Romanautor, der sich hinsetzt und irgendeine Geschichte eine lehrreiche Geschichte sich ausdenkt, der kann doch den Kreaturen, die er sich ausdenkt, zum Beispiel dem Menschen nicht vorwerfen, dass sie so sind, wie er sie sich ausdenkt. Und jetzt gehen wir an den Anfang des Gesprächs zurück und du wirst feststellen, bist du nicht der Schöpfer, der Gott für jeden Gedanken, den du denkst? Wieso maßt du dir an, dass du ständig jetzt an Politikern denkst oder an Putin, egal wie? Sie sind, weil du sie denkst und genauso wie du sie denkst. Die können sich das nicht raussuchen. Und nochmal, das ist jetzt hundertprozentig sicher. Du erschaffst in dir irgendwelche Charaktere und wirfst ihnen vor, dass die so sind, wie du sie dir selber ausdenkst, weil du vollkommen unbewusst bist, weil du nicht die geringste Ahnung hast, was Bewusstsein bedeutet. Du bist Bewusstsein. Und Bewusstsein ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Setz mir einfach einen träumenden Geist. Und ich sage sofort wieder, Cut, das Geräusch träumender Geist ist kein träumender Geist. Das, was deine KI, dein Programm jetzt für eine Vorstellung macht bei einem träumenden Geist, ist auch kein träumender Geist. Das ist ein Gedanke von dir. Wenn ich immer sage, was denkst du bei dem Wort träumender Geist? An was denkst du, wenn du an dich denkst, wenn du träumst? Ja, dann liege ich da und ich träume. Nein, den du jetzt denkst, der existiert nicht, wenn du träumst. Das alles ist hundertprozentig sicher. Und diesbezüglich mit dieser Erkenntnis, dieser kleinen Schritt in das Nichts, das glaube ich, können wir jetzt wegmachen, dass wir da einen Platz kriegen. Du kannst übrigens das Rätsel des Universums einfach eingeben, kannst du hersuchen, wenn du willst. Ganz anhören, es ist alles irreführend. Es ist alles irreführend. Machen wir mal das Nächste, was irreführend ist. Jetzt komme ich, nehme ihn als Beispiel, Deberwein. Könnte ich Dolly und so weiter und so fort für Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Denke ich mir jetzt aus. Jetzt kommt ein Satz, der sehr wichtig ist. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich ja letztendlich selbst bin, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt denke, vorwerfe, dass es ist und dass er oder es genauso ist, wie ich es denke. Ich nehme alle Schuld auf mich. Bist du schon ich? Du erklärst dir ständig, was schuld ist, wenn es dir schlecht geht. Irgendwelche Viren, irgendwelche Politiker, die einen Krieg führen oder dieses oder jenes. Du müsstest nur jeden Moment wissen, das, was du jetzt als Information vorliegen hast, ist, weil du das denkst, weil du es träumst. Und jetzt kommt eigentlich wieder zwei Seiten, das Gute und das Gemeine als träumender Geist, den wir uns jetzt symbolisch ausdenken.
Kannst du gerne raussuchen, was du träumst? Was ist die Ursache, dass du das träumst, was du träumst? Und ich sage immer wieder, jetzt setz einfach statt einen träumenden Geist den Computer. Es ist das Programm, die Logik, die in dir, in deinem Arbeitsspeicher, dich zwingt. Du kannst das Ego nennen, dein Ego, das dich ständig zwingt, so zu reagieren in gewissen Informationen. Es entspringt alles aus diesem Ego. Das ist diese Traumwelt, das Videospiel, diese Führerscheinprüfungsbogenwelt, die ich mit dir spiele. Und jetzt komme ich jetzt das, da kommen jetzt zwei Seiten. Das, was jetzt der von uns ausgedachte Depperwein, der jetzt existiert, weil wir ihn denken, der existiert nicht draußen. Du hättest einfach das zweite Gebot, du träumst es, es kommt aus dir, der ist jetzt unsere Information, der geht genau in die Richtung. Dolle, ich kann jetzt hier eine Liste mit Tausenden von Menschen machen, die Videos reinstellen, die die Menschen aufklären wollen. Bei Holofeeling ist es ganz anders. Ich will keine Menschen, keine Gedanken aufklären. Die gehen mir am Arsch vorbei. Mich interessiert nur, der mich jetzt ausdenkt. Das habe ich jetzt als Udo gesagt. Der sich dieses Video ausdenkt, der sich seine eigene Welt ausdenkt. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Um dich wach zu machen, dass du mich überhaupt zu sehen bekommst, muss ich in deinem Traum als Information, als Figur auftauchen. Jetzt als Pixelmensch. Aber als UP, rot gelesen, bin ich der, der dich das jetzt träumen lässt. So, und jetzt hören wir da mal rein. Es sind Kleinigkeiten. Ich sage immer wieder, es darf kein Joda verloren gehen. Mein Musterbeispiel für einen modernen Menschen, wenn du statt bei einer Internetadresse statt .de oder .com, .com oder .de eingibst, geht die Adresse nicht auf. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Fast daneben, fast getroffen oder fast daneben. Es ist, entweder hast du Kontakt mit dem, was ich jetzt sage, entweder hast du die Reife, dass du das akzeptierst oder du akzeptierst es nicht. Es gibt kein Wischiwaschi. Da fällt mir jetzt spontan ein, dieses Spiel zwischen der germanischen Medizin von den Hormonen und der Schulmedizin. Schau bitte das Bild an, die stehen sich komplett gegenüber. Zwei komplett unterschiedliche Ansätze, wobei beides was Ausgedachtes ist. Es ist auch wie Impfbefürworter und Impfgegner oder hier NATO-hörige Menschen und Russland-hörige Menschen. Es muss dir vollkommen gleichgültig sein. Du musst nur wissen, dass es sich um eine Spiegelung handelt. Ob wir von einem Berg reden oder von einem Tal reden, oben oder unten. Die Mitte interessiert keinen Mensch. Was ist die Mitte? Die heilige Mitte ist der, der sich's ausdenkt. Wenn er beide Seiten nur als Spiegelung von etwas betrachtet, was er sich selber ausdenkt. Und du siehst immer nur eine Seite. Und diese Einseitigkeit, das ist deine Selbstentheiligung. Und all das, was diese ESO-Köpfe jetzt erklären, die wir uns natürlich ausdenken und die nur deshalb existieren, weil wir sie denken, und sonst sind die nur auf der Datei, gehen die in einem großen Kontinuum in eine Einheit über. Bringt dir Geist nicht das Geringste, solange nicht massiv darauf hingewiesen wird, dass du kein sterbliches Säugetier bist und der Sinn deines ewigen Daseins mit Sicherheit nicht ist, möglichst lange dieses Säugetier am Leben zu erhalten. Oder dieses Säugetier glücklich zu machen, weil du versuchst, dann Gedanken von dir glücklich zu machen, der das gar nicht mitkriegt. Du musst auch nicht mit irgendjemandem sympathisieren, mitleiden, weil die Gedanken leiden nicht. Da kann ich tausendmal sagen, du kannst mit einem Hammer auf deine Hand draufhauen, ich verspreche dir, die Hand spürt es nicht, die kriegt es nicht mit. Du kannst dann Menschen bespucken, mit einem Gürtel auf ihn einschlagen und auch wenn der aufschreit und blutet und vor Schmerzen schreit, er kriegt es nicht mit, es sind Informationen von dir. Der träumende Geist ist der Einzige, der das mitkriegt. Klingt extrem herzlos, ist der Weg in eine vollkommen neue Glückseligkeit. Das ist die höhere geistige Ebene, wo du hinwächst und auch hier wieder, du bist ewiger Geist, ob du das jetzt glauben willst oder nicht. Und wenn die Chance, die ich dir jetzt biete, die Hand, die ich dir reiche, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, auf dieser Ebene immer wieder wiedergeboren und immer wieder ums Überleben kämpfen, mal reich sein, mal arm sein, mit all dem, was dazugehört. Und du wirst die höhere, wirklich geistreiche Ebene nie betreten, die ich dir nicht beschreiben kann, so wenig wie du einen frisch abgenabelten Säugling beschreiben kannst, wie körperlicher Sex zwischen zwei Affen ist. Hören wir mal da kurz rein. Ich starte das übrigens bei 686 Sekunden ein. Eine schöne Spiegelung. In der Mitte ist die 8, die Kollektion. Du kannst jetzt 86 oder 68 lesen. Das hat übrigens alles einen Sinn. Jede, die geringste Kleinigkeit. Jeder, wenn du mit dem Auto jetzt ausgedachterweise fährst und im Sommer ein dicker Mückenplatsch, weil sie irgendein Insekt auf deiner Windschutzscheibe zerbröselt, wenn du das anschaust.
Selbst das ist programmiert. Es ist alles auf dem Programm. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast, um in einer bestimmten Zeit bestimmte Erfahrungen zu machen, nämlich meine eigene natürliche Vollkommenheit bewusst zu erleben. Dafür sind wir alle hier und jeder macht das auf seine Weise. So, und jetzt. Er hat jetzt im Prinzip dasselbe gesagt, so wie das ausgesprochen wird, ich bin hier, und dann denkt er schon wieder an seinen Körper. Ja. Und alle anderen, die jetzt sind, sind natürlich auch da außen. Das ist richtig, aber nur ein bisschen. Ja. Jeder hat recht, aber nur ein wenig. Du wirst von mir nie hören, dass wenn irgendeiner was behauptet, dass es nicht stimmt. Wir schauen noch mal, wie weit wir da reingehen, wenn ich jetzt die ganzen Videos mache und jetzt kommen dann massive Fehler. Jetzt verlagere ich einmal den Fokus meiner Aufmerksamkeit hinter meinen Körper und schaue mal meinen Körper über die Schulter beim Leben zu. Das ist jetzt ganz interessant. Ich sage immer wieder, du musst neben dir stehen und dich anfangen zu beobachten, wobei das neben dir eigentlich das Zentrum, du musst das Zentrum werden, du musst deine Informationen beobachten aus einer höheren Position, die transversale Position. Ich greife nicht ein, ich gucke nur, was macht denn der? Ich greife nicht ein. Das heißt, ich werde ganz, ganz, das ist jetzt immer wieder bei dem Thema, ich werde ganz schweigsam, ich verstumme, ich ruhe, ich bin ruhig und still. Ich interpretiere nicht, was ich sehe. Das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst nämlich feststellen, dein Programm zwingt dich, ständig irgendwie zu reagieren und zu interpretieren. Und du machst überhaupt nichts. Du schaust nur und du schaust jetzt dein Programm an, wie du reagierst, wie du Angst kriegst, wie du dich ärgerst. Und wichtig ist, wenn das der Fall ist, ist in der Regel kein Beobachter mehr da. Das zu halten, dass du in jeder Situation, egal ob es eine positive, lustige Situation ist oder eine Schrecksituation mit Schmerzen, mit Ängsten, egal was für Reizauslöser auftauchen, ein Reizauslöser ist einfach nur. Das ist irgendetwas, was in deinem Traum auftaucht und du wirst massiv dagegen reagieren und mit dieser Reaktion verändert sich deine Information, weil du ja sofort an was anders denkst, das drüber legst als Oberwellen, ein Riesengemisch. Also, ach, der sitzt gerade. Aber wie fühlt er sich denn gerade? Aha, dann gucke ich mal beim Verstand rein, indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Was denkt denn gerade mein Verstand? Das ist, was denkt mein Verstand? Das ist, ich beobachte mein Programm. Ich nenne das, jetzt beobachtest du den Menschen, der du bist. Ein Mensch ist kein sterbliches Säugetier, das ist eine Person. Es ist ein Konstrukt, Lehre- und Interpretationsprogramm. Du konstruierst, wenn irgendein Reizauslöser in dir auftaucht, ich sage jetzt bloß wieder Krebs, an was denkst du bei dem Geräusch Krebs? Geräusch, jetzt ist es ein Geräusch, ich kann auch Schriftzeichen machen, dass du das optisch siehst, es ist das eine wie das andere sind Worte. Jedes Geräusch ist ein Wort, ein W-Ort, ein doppelt aufgespannter Wort und das erzeugt erst einmal eine Gedankenwelle. Und was du jetzt interpretierst, sind Oberwellen, die wir drüberlegen. Ich mache jetzt etwas Physik dazu. Ah, so. Und damit habe ich den Stecker der Identifikation gezogen. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Das ist eine klassische Erkenntnis, ich immer wieder sage, das, was man besitzt, ist man nicht. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe einen Körper. Sachen, die man besitzt, ist man nicht. Das ist klassische, seichte Esoterik. Das kannst du in tausenden von Büchern nachlesen. Ich bin der Beobachter und mein Körper mit Verstand ist der Beobachtete. Und jetzt, das ist die erste große Frage. Diese Kleinigkeit, du bist nicht dieser Beobachter. Weil der Beobachter ist jetzt was Ausgedachtes. Ich bin der, schau das kleine Bild an, ich bin der Beobachter und was ich beobachte, bin ich nicht. Ich sage, ich bin ja immer und das sind meine Gedankenwellen. Aber der Ausgedachte immer sein, der ist auch nur ein Gedanke. Das ist wie beim Adam. Der Adam ist Denker und Ausgedachtes. Die Eva, die Frau, schauen wir uns gleich genauer an, ist die ständige Veränderung. Das Wilde in dir, Wille, das doppelt aufgespannte Kind. Ich mache jetzt Vordersprache. Ich habe gesagt, ich bringe wirklich was Neues. Aber da ist eine Synthese, das Immerseiende und das sich ständig Verändernde. Der träumende Geist und seine ständig veränderte Information sind beide was Ausgedachtes und diese Dinge existieren jetzt nur, weil wir die denken und wir sind der, der sich das ausdenkt. Das heißt, der Gott, der den Adam erschafft in seinem Ebenbild, in seinem Gleichnis in der 26,
Das bist du. Aber der ist jetzt auch wieder was Ausgedachtes. Du bist jetzt der, der sich einen Gott ausdenkt, der sich selber als Adam erschafft. Und du wirst jetzt merken, du bist immer eins davor, ein nicht denkbares. Und sobald du das denkst, machst du schon wieder einen Gedanken draus. Ich bin der Beobachter. Das bist du nicht. Du bist, und jetzt kommt das Rote, darum ist das Rote, jetzt kommt es wirklich die Erkenntnis. Du bist etwas als Ding an sich, das überhaupt nicht gedacht werden kann. Und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Du veränderst dich nicht. Du hast dich noch nie verändert im Laufe der Zeit. Das mache ich meine 200 Gramm rote Gnede, die immer 200 Gramm rote Gnede ist. Und das ist jetzt das ganz wichtig. Jede Kleinigkeit, die ich mache, die 200, schaut, die 200 ist das Zeichen R. Das ist einmal Resch, das ist auch Rosch, das symbolisiert den geistigen Kopf. Im Blauen symbolisiert es eine Berechnung. In Zahlenwert ist es die Zahl 200. Da haben wir praktisch eine rote 200 und eine blaue. Die zwei zusammen ergeben 400 und 400 ist dann die Erscheinung, blau gelesen. Wir brauchen hier diesen Kopf und eine Berechnung. Im Akbasch, im gespiegelten Wert, passiert es in der D-Reihe. Dieser Reihe, das ist ein Spiegel. Und dieses Spiegel erzeugt ein Schauspiel, das du selber anschaust in dir. Das vor dem Spiegel und hinter dem Spiegel ist eine reine Illusion. Ich nenne das immer Camera Obscura, Dia positiv, Dia negativ. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, der Kopf des Schöpfergottes. Blau gelesen wird es eine berechnete Schöpfung deines Intellekts. Ein ganz simples Spiel, das weiß deine Welt nicht. Nochmal, ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, das, was du hier zu hören und zu sehen bekommst mit Holofeeling in diesen Updates und in den Ohrenbarungsschriften, ist vollkommen neu, es ist nicht nachgeäfft. Und die ganzen Eselköpfe, die du dir jetzt denkst, sind Gedanken. Der Udo ist jetzt auch nur ein Gedanke. Es wird nichts überleben, was du dir ausdenkst. Alles Existierende ist nicht für die Ewigkeit. Du bist das einzig Ewige in deinem Traum. Das ist der träumende Geist. Und was du träumst, hängt davon ab, welches Leben du zurzeit durchlebst. Und glaube es mir, da kommen noch unendlich viele Leben. Wenn du wüsstest, wie viele Leben ich schon gelebt habe. Aber der Witz ist, dass ich sage, ich bin du. So beginnt, ich bin du, die Ohrenbarungsschriften, die einfachen Schriften. Was ist damit gemeint nochmal? Wir sind in einer riesengroßen Bibliothek. Jedes Buch symbolisiert ein Leben. Kann man auch sagen, jetzt ein Computerprogramm mit einer offenen Welt. Es kann eine mittelalterliche Welt sein, eine steinzeitliche Welt oder Science-Fiction-Welt in einem Raumschiff. In einem Traum, in einem Traumschiff. Schiff ist Ani. Ani. A-N-I, die schöpferische Existenz deines Intellekts, das ist das kleine blaue Ich. Das ist der, an den du jetzt denkst, der auf den Wellen des Immerseinden, weil du denkst dir was aus, der hinreist durch Raum und Zeit, des letzten Endes nur ständig wechselnden Bildern in dir selber besteht. Und dieser Kopf, dieses 200 Gramm rote Gnede, den Rothammer, den Adam, den Nichtseiende und Gnede, jetzt pass genau auf, was da passiert. Das schreibt sich einfach Ken, das ist das Fundament, tausendfach erklärt, vorherige Selbstgespräche anhören, dieses Mens-Denken, es ist dein Denken, F, diese Facetten sind Wellen, unter Lateinisch, aufgespannte Existenzen, geöffnete Schöpfungen, blau gelesen, und dieses Mendior heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ich mache das jetzt extra mal, dass wir mal hier nicht im... Weil wenn ich jetzt hier Ment mache, das habe ich ja so oft. Mendio ist die Erwähnung, die Erinnerung, ein Erwecken in deinem Innern. Die Meldung und Mendio Farben sich gegen die Wahrheit versündigen. Das bist du. Du versündigst dich mit jedem geistlos nachgeäfften Satz, den du aussprichst, mit jeder Vorstellung, die du in dir aufbaust, die du nur vom Hören sagen kennst. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich bin dieser Körper. Ich befinde mich auf einer Erdkugel. Und die Viren, Coronaviren, ich muss mich impfen lassen oder nicht. All der ganzen Kack, diese Exkremente, die du ausstehst, ist ein riesengroßer Scheiß, weil du dir noch nie eigene Gedanken gemacht hast, was du bist und was deine Gedanken sind. Stimmt oder stimmt? Ja, es ist Trennung. Es ist rein, es ist, du gehst kaputt. In deinem Kopf. Machen wir mal hier modernes Latein. Lügen. Sein Wort nicht halten. Erdichten. Dichten sich. Täuschen. Irren. Lügen. Erdichten. Erlogen. Fälschlich. Falsch.
Das ist das große Spiel. Kannst jetzt noch im Weiteren über der Bücher reingehen, das hast du auch hier sich etwas überlegen. Das gilt hier übrigens auch. Du wirst es feststellen. Für Heiligkeit predigen und für Geld verdienen. Und gleichzeitig bin ich damit ganz von selbst, ohne es gleich zu merken, vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Denn was macht der Beobachter? Ja, er nimmt wahr, was da gerade geschieht. Das ist die Wahrnehmung. Das ist schon immer der große Unterschied, wenn die Wahrheit und Wirklichkeit wird immer vermischt. Und ich sage schon, in dem Wort Wirklichkeit, da steckt das wirkende Licht schon mit drin. Ich nenne das immer die Lampe, die rote Lampe im Projektor. Und Wahrheit sind Wahrnehmungen. Das sind Berechnungen. Das ändert aber nichts an dem wirkenden Licht. Die Lampe im Projektor bleibt immer gleich, egal welchen Film du laufen hast und was momentan für Schatten auf die Leinwand projiziert werden. Das ist eine ganz simple Sache. Es ändert an dem, der das sieht. Die Lampe im Projektor erlebt ihre eigenen Facetten, die es mit einer gewissen Logik auf die Wand unheimlich zerklüftet, kaputt gegangen, total sich selber in sich selber aufbaut. Es ist es, die Schwierigkeit ist, du musst es nur wahrhaben. Muss keiner lernen, das ist kein Prozess, das kann ja jeder. Aber jeder Geist, aber kein Affe, den er sich ausdenkt. Er spricht jetzt vom Menschen, jeder Mensch, den er sich ausdenkt, kann das ja. Es gibt nur einen einzigen Geist in einem Traum. Und der erlebt alle Menschenleben für sich selber. Das, was du einen anderen tust, tust du dir selber an. Wenn du einen bescheißt, du wirst jetzt in ständig wechselnden Bildern auch dieses Programm durchlaufen und selber dich bescheißen. Und du wirst dir selber helfen. Das ist das Geheimnis des Christentums. Es ist aber immer derselbe Geist. Und ich erkläre das jetzt nur ein Geist, weil nur ein Geist kann mit diesem Wissen was anfangen. Niemals ein Gedanke von dir. Versuch nicht, einen Gedanken von dir was zu erklären. Damit bin ich vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Und das Denken ist doch ganz einfach. Wenn ich jetzt mir an nichts denke, muss ich das zuerst einmal eine geöffnete Existenz draus machen. Dien, das ist das hebräische Wort für Urteil. Ein Urteil, ich verurteile mich selber, ich richte mich nach einer Richtung. Dieses Rich übrigens ist eine Unterform von Ruch. Das heißt, wenn ich es plaudere, mir geben das mal einfach, das führt dich jetzt nämlich zu dem Geruch in dir. Das ist zuerst einmal ein berechnetes Ich. Schau mal. Ich kann jetzt die Farben ändern. Ich kann den Kopf rot machen, das ist der träumende Geist. Und der hat in sich eine intellektuelle Kollektion. Diese intellektuelle Kollektion ist ein Schwamminhalt des Wissens im Arbeitsspeicher. Die Daten und die Logik, mit der du diese Daten verknüpfst, das ist dein Schwamminhalt, das nennst du einfach Intellekt. Und das ist eine Kollektion in deinem Kopf. Interessant. Wenn wir dieses Rich jetzt nehmen, im Hebräischen heißt es zum einen Duft, Dufd. Das heißt, du bist eine Facette, die in Erscheinung tritt. Das FD alleine übrigens, wird jetzt sehr interessant. Jetzt kriegst du einen Bissen. Wir wissen, B ist gleich W. Schau da unten hin in der Aussprache. Das ist absolut jetzt nicht erfunden. Du kannst es in allen Büchern nachlesen. Du brauchst bloß alle Bücher gleichzeitig. Du darfst dich nicht mehr auf ein allereinziges Buch versteifen. Sonst hast du ein großes Problem. Das ist Bissen ist Wissen. Und du bist ein Angel. Da kommen wir gleich dazu. Ich muss dann weitermachen, sonst gehe ich zu weit. Die Angel merkst du dir jetzt einfach mal. Und das ist ein Bissen ist Wissen. Im Roten. B-Rot heißt im Adam. Und im Adam ist ein gewisser Brocken. Rock, englisch ist es der Fels. Fels zur, hebräisch heißt zu Form werden. Rock ist das Kleid. Auf Deutsch Karleid. Das ist wie das Leid, in das du dich einhüllst. Und das Ganze kommt von der weiblichen Scham. Und Scham ist das Wort. Einseitig ausgelegt. Das Wort. Ist irre, oder? Ja. Nein, das ist nicht irre, das ist göttlich. Ja. Ein Stück hören wir noch und dann machen wir weiter. Das ist ein großer Unterschied. Denn der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug. Nur, der irrt sich nicht. Er weiß ja immer alles, was richtig und verkehrt ist. Er belügt dich. Genau. Die Quelle all der Lügen, die du erlebst, ist ein extrem fehlerhafter Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist dein Schwamminhalt und du konntest dir den nicht raussuchen. Das ist meine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Genau. Die Führerscheinprüfungsbogenwelt betrachtet den kompletten Intellekt deiner Menschheit wie eine theoretische Führerscheinprüfungsbogen. Der wurde von Gott erschaffen, der ist voller Fehler. Und immer betone ich, Fehler heißt nicht, dass das nicht stimmt, was da drin steht. Es fällt bloß sehr, sehr viel zur Vollkommenheit.
Wenn du wissen willst, was ein Tag ist, nützt dir das nicht, wenn du sagst, jetzt ist es Tag, jetzt ist es hell, dann fällt dir nämlich die Nacht dazu. Wenn du wissen willst, was Heiligkeit ist, dann musst du aufhören, gesund sein zu wollen, weil wenn du gesund bist, bist du nicht krank. Und die Heiligkeit ist beides gleichzeitig. Mit plus 5, minus 5 wird es 1 und dann denkst du nicht mehr an deinen Körper. Weil gesund und krank denken zwangsläufig verbunden ist, dass du im Hintergrund, im Arbeitsspeicher, einen Gedanken an irgendeinen Säugetierkörper hast, wo du sagst, das bin ich. Und dann schaust du wieder nach, wie geht es eigentlich meinem Kreuz, wie geht es meinem Knie. Und sobald du da wieder nachschaust, taucht wieder ein schmerzendes Knie auf. Aber sobald du wieder an was anderes denkst, ist es weg, wie dein Körper, wie alles. Weil immer nur das existiert, was du jetzt denkst. Und es wird so sein, wie du es denkst. Und im Anfang ist das Programm. Und hat er auch schöne Ausreden erfunden. Irren ist menschlich und so weiter. Ja? Aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung kann gar nichts machen, weil die Wahrnehmung ist etwas, was du wahrnimmst und es ist ein Dasein müssen. Und es wird so sein, wie du dir das denkst. So wie wenn du dir einen Menschen denkst, den du wahrnimmst, der kriegt es doch nicht mit. Egal, was du denkst, ein Stein, ein Haus, ein Gehirn, kriegt doch das alles nicht mit. Das sind doch jetzt alles nur Worte, die du hörst und du baust jetzt mit deiner Logik wie ein Computerprogramm Vorstellungen aufgrund der Worte auf. Im Anfang ist das Programm. Das ist alles geschwätzt. Dadurch wirst du kein Geist, weil er bezweifelt ja nicht, dass du ein Trockenhausnarfe bist. Er erklärt dir nur, dass du eigentlich ein Geist bist. Aber dieser ausgedachte Geist existiert doch auch nur, wenn du ihn denkst. Du musst wissen, was es heißt, ein absolutes Nichts zu sein, ein Gott zu sein. Gott existiert nicht. Er ist. Ist. Rot gelesen, Essain, Bewusstsein ist nicht existiert. Den mache ich jetzt weg, dass wir weiterkommen. Jetzt höre ich da ganz kurz noch rein, das ist ein Kurs im Wundern. Ist voll christlich, 1000 Seiten fast. Immer dasselbe Spiel. Dir als neuen Raum zeigt, was Moment. Die Bedeutung im Sinne eines neuen Raums in dir ist. Dann wollen wir kurz einstanden. 25, Wurzel 25. Und ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Wahr ist und wird eins meiner Lieblings... Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Das stimmt, ist aber vollkommen trügerisch. Ja. Weil er jetzt an einen Gott denkt, den er sich ausdenkt, von dem er meint, er ist mächtiger wie er selbst. Ich, Gott, sage dir, ich bin du. Ich lege alles in deine Hand. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist hundertprozentig sicher. Ich mische mich auch nicht ein. Du bist der Richter über alles und jeden. Du hast bloß ein fehlerhaftes Programm. Und das musst du heilen. Vollständig machen. Nicht, indem du irgendwas vernichtest. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück, ein herausgespiegeltes Puzzlestück vom Heiligen Ganzen, das du selbst bist. Und ich meine jetzt, das Heilige Ganze ist eine Teilheiligkeit in Bezug auf dein Programm. Du kannst so viele Gedanken denken, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was dein Programm hergibt. Ich mache immer das Beispiel, geh jetzt einfach als Brösel an deinen Computer, geh ins Internet, wie viele Internetseiten von den möglichen dir zu öffnen, Internetseiten. Es gibt natürlich auch viele Internetseiten, die du nicht öffnen kannst, die auch in dir drin sind. Da brauchst du deinen Code, den Schlüssel dazu. Aber wie viele Milliarden Internetseiten kannst du aufmachen, könntest du prinzipiell anschauen und die interessieren dich einfach nicht. Und wie viele Seiten machst du auf, wo du hier komplett massiv reagierst und sagst, so ein Scheiß und regst dich auf? Und wie viele Seiten machst du auf, wo du total begeistert bist? Du bist nicht der, der wertfrei schaut, wie du reagierst. Du musst der werden, der schaut, sich selbst beobachtet, mit welchen Seiten du sympathisierst, im Positiven wie im Negativen. Welche Seiten dich überhaupt nicht interessieren. Die sind alles Teile von dir. Wenn du heilig werden willst, musst du das alles beachten. Ausrichtungssätze sein. Also wie gesagt, einen Gott, vergiss diesen Gott, den sich die Menschen ausdenken, die Hannis und Nannis, wenn sie sich hinstellen, die Arme ausbreiten, die Augen nach oben drehen, von ihren Trockennasen auf den Körper in den Himmel schauen und meinen, da oben ist einer, der ihnen hilft. Ich bin in dir, dein tiefstes Inneres und ich sage, ich bin du selbst, du bist der Einzige, der diese Welt verändern kann. Ich drücke es einmal einfacher aus, ein träumender Geist ist der Einzige, der das verändern kann, was er träumt. Er wird es aber niemals verändern, wenn er versucht, seine Informationen zu verändern. Genau. Wenn du die Bilder auf einem Computerbildschirm verändern willst, wird es überhaupt nicht funktionieren. Du musst das Programm im Hintergrund verändern, dass die Bilder anders werden.
Da kommst du aber als Brösel, als Avatar nicht hin, da kommst du auch nicht als ausgedachter Geist hin, da musst du der Geist werden, der vor dem Computer eigentlich das innerste Zentrum ist, das sind immer die Austauschen der zwei Seiten. Erst wenn du den Punkt erreicht hast, kannst du anfangen, das Programm zu verändern, aber wir verändern ja nichts. Wir vervollkommnen, wir müssen was vollkommen Neues freischalten, was dich bisher nicht interessiert hat. Was du im Gegenteil sogar bekämpft hast, ich, UP, JCH. Ich nenne das Liebe deine Feinde. Liebe Ra. Oder Ra. Jetzt haben wir wieder. Liebe jeden berechneten Augenblick, der in dir auftaucht. Jeder berechnete Augenblick. Schauen wir blau gelesen. Ein berechneter Augenblick. Und du bist der Kopf, ist die Quelle, vorherige Selbstgespräche anhören. Und das ist jetzt zum einen eben das Wort für Gedanken, Gefährte, Geliebte, sind liebe jeden deiner Gedanken, sie sind, oh, jetzt bin ich draufdrückt. Liebe jeden deiner Gedanken, sag danke für jede Kleinigkeit, die in dir auftaucht. Wenn dich Gott schlägt, sag danke. Wenn er dir was schenkt, sag danke. Du darfst keinen Unterschied mehr machen zwischen Plus und Minus. Das erfordert die Heiligkeit. Wenn du eine tolle Frau hast in deinem Leben oder einen Gefährten, wenn du ein Schwuler bist, sag danke. Wenn du keine Frau hast, sag zweimal danke. Freund, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber das Böse, die Schlechtigkeit. Schinel, dein logisches Licht erscheint dir echt. Und jetzt landen wir in der Echt und das Echt, Eckart, das ist das hebräische Wort für die weibliche Eins. Da kommen wir eventuell noch dazu. Das heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Das ist übrigens auch so eine Sache mit der Schwester. Acht. Das ist ja, wenn eine Rückübersetzung. An und für sich ist es die weibliche Eins. Aber was dir jetzt erst einmal klar sein sollte, und da komme ich jetzt gleich, ich muss das jetzt abkürzen, weil ich da zu weit rein bin, da höre ich auch nicht weiter. Ich wollte auch auf den noch hinweisen. Den spiele ich jetzt nicht an, weil der wird wahrscheinlich gesperrt. Da geht schon um Business Factory Masterclass. Die da lange kann ich nur empfehlen. Das ist vom Allerfeinsten. Aber nur mit Holofeeling. Du kannst dir die Seite hersuchen. Das würde ich jetzt gern kommentieren. Das Ding wäre es wert, Satz für Satz, wenn ich dich darauf hinweise, wie unendlich genial jetzt der von dir ausgedachte Mensch ist, der es übrigens nur deshalb so ist, weil ich jetzt mir das denke, dass er so ist, weil ich wirklich Gott bin. Der hier nur mit der Sprache macht, hier aber Manager, Führungskräfte ausbildet für ein Schweinegeld. Aber er selber eigentlich tief Elementarerkenntnisse komplett immer wieder rezitiert. Das heißt, da ist nichts, was er sagt, was irgendwie nicht du auf tausend anderen Seiten kriegst. Das heißt, diese ganzen Manager-Sachen, wo es meistens geht, dass du Geld machst oder reich wirst oder glücklich wirst, du strebst ständig was Ausgedachtes an. Und das ist die Falle. Die rote Glückseligkeit steht nicht mehr in Verbindung mit irgendeinem Gedanken. Es ist eine vollkommen neue Qualität. Das ist wie mit den Richruch, dieses ganze Prinzip. Ich will aber, muss jetzt das leider abkürzen, weil wir da schon die Abkürzungen haben, weil wir wollen doch hier reinschauen. Sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Jeder hat Recht, aber nur ein wenig. Und du merkst, es ist so unheimlich wichtig. Ich müsste jedes einzelne Wort müsste ich hier erklären. Ich habe jetzt unten zwei Weiterlinkungen. Einmal den Etymologie-Duden wenig. Und da geht das Spiel schon wieder los. Was bedeutet das Wort wenig? Eine geringe Menge und Anzahl. Das liest du und dann machst du Vorstellungen. Was hier schon das Wort gering eigentlich ist, dass wir hier schon einmal den Ring mit drin stecken haben. Das ist das goldene Kalb, um das herum getanzt wird. KALB. Wir können jetzt zum Beispiel lesen, pass auf, ich mache mal nur eine Kleinigkeit. Wir können jetzt zum Beispiel der Geist des Erwachten, er heißt der Erweckt erwacht. Der Geist des Erwachten ist im GE-Quadrat. Das sind wir zwei. Das ist das Zentrum zwischen uns zwei, ist UB. Ich sage immer UB, JCH, ICH. Das ist diese drei roten. UB ist alles und er platzt jetzt im Vater und Sohn auf. Das bin ich und du. Du bist mein verlorener Sohn, wobei wir dann eigentlich dasselbe sind. Ben, das ist das E-Quadrat, das ist die Energie in der Einstein-Formel. Wir können aber auch die Fokal rausschmeißen, dann kriegst du GR blau gelesen. Das ist eine Gehirnberechnung. Das ist ganz simpel. Funktioniert übrigens in allen Sprachen der Welt. Hat mit Hebräisch jetzt nichts zu tun. Dein Gehirn, dein Verstand, dein Intellekt ist eine Berechnung. Er berechnet etwas. Rot gelesen ist natürlich der geistige Kopf. Das ist unser Rosh, unser 200 wieder.
Das ist zuerst einmal das hebräische Wort für fremd, Fremde. Es ist aber ganz interessant, es ist ein junger Löwe, ein Ari, und dort das Wort Kalk. Was hat es mit dem Kalk? Macht eigentlich im ersten Moment keinen Sinn, außer ich hebräisiere das wieder. Und wenn ich weiß, Gott heißt nichts, ein K am Anfang heißt wie und ein K am Ende heißt dein. Das heißt, wie dein eigenes, dein eigener Gott, wie dein eigenes Nichts. Aus dem entspringt was, das Fremde, was dir fremd erscheint, was aber in dir eigentlich wohnt. Alles, was du dir ausdenkst, sind deine Informationen. Und wenn du jetzt an dich selber denkst, wirst du ein Reisender, Rei im Kopf des Schöpfergottes, ein Spiegel, und du sendest was aus dir heraus, das endlich, und ein 400-Seiten-Buch. Und das ist jetzt ganz interessant, du bist jetzt hier ein Schutzbürger in deiner Traumwelt. Ich war alle um dich herum vernichten, selbst deine eigene Körper waren vernichtet, vom Säugling bis zum Greis. Es macht keinen Sinn, einen Körper, was Existierendes am Leben erhalten zu wollen, was dir sowieso nicht gelingt. So, schnipp, und jetzt denk an deine zwei Beine. Wo waren die ganze Zeit? Setze für zwei Beine B eine, das Polare eine. Setze deinen Körper. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, existiert er nicht. Aber du bist jetzt ein Schutzbürger, darum hast du es, ein Reisender, ein Gast, der in der Fremde wohnt. Nämlich in deiner Traumwelt. Du bist über den Jordan gegangen. Habe ich tausendfach erzählt. Wir sind hier einfach nur bei dem wenig dieser Reisende, okay, ist eine intellektuelle Existenz in GE-Quadrat. Ich könnte jetzt da stundenlang nur mit den Rot-Blau-Systemen rumspielen und du wirst merken, du kommst aus dem Kontext nie raus. Aber das Wort wenig kommt von dem Unterweinen. Das doppelt aufgespannte ist ein N, ist eine einzige Existenz. Und daraus auch die Wehe, das doppelt aufgespannt ist eine E-Existenz, weil der Wellenberg und das Wellental, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt an einem Tag eigentlich hell oder dunkel? Das chronologische Denken ist die Falle. Damit lassen wir es gut sein. Ich habe jetzt hier noch, wir können auch einmal das deutsche Wort wenig schauen, was da für hebräische Wörter gibt. Da kriegst du erst einmal ein geöffnetes Licht. Nur blau lesen, ich muss gar nicht wissen, was es ist. Was hat es mit der Öffnung zu tun, mit den Lippen zu tun? Interessant, ein Kreisen mit zwei Bündchen drüber sind zwei Facetten und die sind nun in deinem Gehirn oder in deinem Geist. 50 und 50 ist eigentlich 5 und 5, ist nur auf der Zähneebene. Und das Ganze ist aufgebaut in einer Reihe. Tür. Grundlagen. Interessant, es ist auch das hebräische Wort für Etymologie. Heißt auch wenig und nur. Das wieder hebräisiert hast, ein flackerndes Licht, weil jeder Flackerer, eine flackernde Katze, ist eine affine Spiegelung. Ja. Zack. Genau. Diese eine Spiegelung ist jetzt hier ein selektiertes Erwecktes. Er ist erweckt. Das ist ganz wenig, ganz dünn. Wir können ja durchgehen in der Leseart, was du merken, dass mit Rot-Blau lesen, jeder dieser vielfältigen Begriffe ganz einfach auf eine einzige Einheit herunter reduziert wird. Da muss man sich mit einem Wort wirklich extrem beschäftigen. Ich sage immer, wenn du nicht mindestens ein 400-Seiten-Buch draus machst, wirst du nie verstehen, was ein Wort bedeutet. Und jetzt wird es dir schwindlig, wann als Brösel was sagen, da komme ich nie mit. Es ist eine Sache, es ist ein Zeichen von geistiger Reife. Ich betone nochmal, das komplette Wissen deiner Menschheit ist für mich UP, rot gelesen, das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Und ich trage als Brösel-Udo jetzt, wenn ich zu dir spreche, dieses Wissen kann ich dir mitteilen. Weil alles, was ich dir erzähle, kommt ja aus dir. Du träumst jetzt. Der Udo hat doch keinen Einfluss drauf, wie du in dir ausdenkst. Und du träumender Geist, du rote Sicher, hast keinen Einfluss drauf, dass ich dir jetzt in Udo denken lasse. Das ist jetzt, wo ich dir sage, ich reiche dir die Hand. Und jetzt genau aufgepasst. Ich mache jetzt ein wenig schneller. Das ist rot gelesen. Das ist A, B ist auf. B ist F, PH ist das Gleiche. Es passt, plus, minus, passt immer lückenlos ineinander. Innerhalb dieser Ecken. Das Thema ist die Tatsachenverdrehung. Ein Tat, ein Schöpfer und zwei Spiegel dazwischen. Und wir drehen jetzt das. Das ist natürlich das Spiel. Man muss wissen, die Sache mit den Spiegelungen. Dass ich da immer wieder darauf hinweise, bitte geh mal einen Gedankengang mit. Die einfache Erkenntnis ist, dass ein Kreis eigentlich, schau das kleine Bild an, ein unendliches ist. Dreiecken, da kriegen wir zuerst einmal die Cherubim, da kommen wir dann gleich dazu. Ja. Ein Quadrat besteht aus zwei mal zwei Dreiecke, die wir zusammen machen. Eins Quadrat,
1, 1, 1, ein Quadratmeter Seitenfläche 1 ist 1. Ein ganz eigenartiges Ding. Schau, ich mache jetzt einmal so, denk dir das vor, das wäre ein Quadrat auf der Spitze steht. Dass das eigentlich ein Dreieck ist, wo sich ein zweites Dreieck spiegelt. Genau. Das ist jetzt hier mein Kannenspiegel, nenne ich das. Ja. Das sind 4, wenn wir das wieder verdoppeln, ist es 8. Ja. 16, 32, das kann man jetzt unendlich aufblasen. Und wenn ich jetzt das mache, wird das ja Achteck, Sechzehneck, Quatzer Kreis. Wichtig ist, die Ecken bleiben, dann haben wir in den Kreisumfang unendlich viele Punkte. Das sind immer die Eckpunkte, das hast du, jeden Punkt kann zwei Seiten. Ja. Beim Kreis. Dasselbe Spiel machen wir jetzt, wenn wir eine Dimension höher gehen. Bei einer Kugel ist jeder Punkt der Mittelpunkt der Kugel und da muss ich jetzt statt der Kante, muss ich ein Dreieck setzen. Das heißt, jeder Punkt auf der Kugeloberfläche ist genau genommen mit drei Seiten versehen, weil es ein Kantenspiegel ist. Und darum ist, wenn du jetzt in die Halbkugel reinschaust, das vorhergehende Selbstgespräch anschauen, egal in welche dein Gesichtsfeld, deine Kamera, dein Gewölbe, heißt ja diese geöffnete Ecke, das gewölbte Decke, die geöffnete Ecke, kann ich ja drei Spiegel machen oder Halbkugel machen. Ist in jedem Punkt, wo du hinschaust, schaust du eigentlich in dieser Sphäre, in dieser Kugeloberfläche, ist verbunden mit drei Seiten. Es ist eine wirkliche kleine Ecke, kann man alles darstellen. Und da entsteht eine Tatsachenverdrehung. Wer ist nicht Wirk? Wer ist Wirk? Wer ist das wirkende Licht? Da habe ich jetzt dein Ich, das bist du. Schuld. Das ist eine Schulöffnung. Die Schulöffnung, das ist das, was du jetzt zu sehen bekommst. Das starte ich hier bei 26 ein. Das lassen wir ganz, ganz kurz laufen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, woher der Hass in der Corona-Zeit wirklich kam, dann werden Sie verblüfft sein. Denn dieser Hass, der beruht auf einem Phänomen, das Sie unbedingt kennen sollten. Es ist eine fiese Falle, in die wir unbemerkt tappen. Das ist jetzt, es geht wieder nicht um den Typen, den du dir ausdenkst. Das ist es wert, sich sehr aufmerksam zuzuhören. Da geht es um Schuldzuweisungen. Der bringt wunderschöne Beispiele, das Pixelmännchen, das ich natürlich jetzt nicht raussuchen kann, dass wir uns das anhören. Der existiert auch nicht da aus. Was existiert in einem träumenden Geist, existiert nur in dem roten Kopf, wenn es gedacht wird, wenn es zu existieren beginnt. Und es ist immer da auf der Datei. Er hat schon, den wir uns jetzt ausdenken, diese Struktur auf der Datei hat schon existiert, bevor es jetzt ausgedachte Neandertaler gegeben hat. Genau. Weil alles ganz anders ist. Was hier ein kleines Beispiel, ich sage nur, du musst sehr, die Schuldzuweisungen sind, dass hier Tatsachenverdrehungen stattfinden. Er bringt ein schönes Beispiel, ich rede mal normal, dass hier zum Beispiel eine am Bankautomaten ausraubt und es sind dann absolut die Bösen, weil sie hier der Bank, ich sage mal 30.000 Euro stellen, was aber komplett aus den Augen gelassen wird, dass diese Banken Milliarden von ihren Kunden stellen. Und das wird einfach ignoriert. Es sind die Schuldzuweisungen, wenn einer was sagt, die Meinungen, die Meinungsverdrehungen, wird hier wunderschön dargestellt. Versuch das einmal immer dir bewusst zu machen, was jetzt da ist. Zum Beispiel hier WikiLeaks, Assange. Was hat er eigentlich gemacht? Wir reden jetzt nochmal raumzeitlich in deiner Logik. Er hat die Bevölkerung darauf hingewiesen, was für unendliche Verbrecher die Regierungen sind. Allen voran die amerikanische. Und alle diese Völker jetzt, die an dem Gängelband der Amerikaner hängen, die jagen den Assange und der soll jetzt hier zu so und so viel 100 mal lebenslänglich verurteilt werden. Aber was keiner anklagt, ist die Verbrechen, die der veröffentlicht hat. Genau. Das sind übrigens Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich lasse dir das träumen und du hast es zu erkennen, nicht zu kritisieren. Nochmal, du musst es bewusst sein werden, dass nicht zu niemandem, was du jetzt denkst, vorwirft, dass es so ist, dass es von dir gedacht wird. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, du Geist schaust es an und es ist voller Rechtschreibfehler. Jawohl. Kannst du dem Kugelschreiber die Schuld geben? Es ist alles, was geträumt wird, ist was erschaffen, es ist ein Dasein müssen in dem Moment, wo es geträumt wird, wo es gedacht wird. Und es wird so sein, wie du dir es denkst. Also hör auf, irgendeinen Gedanken von dir vorzuwerfen, dass er so ist, wie er von dir gedacht wird, in Bezug jetzt zum Beispiel auf Menschen, auf Charaktere. Aber hör auch auf, irgendeinen Gedanken zu bewundern, den du dir als ganz toll ausdenkst. Der kann sich das nämlich genauso wenig raussuchen. Also du musst den Udo in keinster Weise bewundern. Bewunder den, der dich jetzt den Udo denken lässt und bewunder dich selber. In dieser Hierarchie Gedanke, du als träumender Geist und der da noch einsteht, der behauptet nämlich, dass du er bist. Anders ausgedrückt, ich behaupte, dass du ich bist. Wir sind sogar dasselbe Ich.
Der Unterschied ist nur, dass wir wechseln von der neuen der neunte Buchstabe zur zehn. Eine Spiegelung, das ist ein bewusster Spiegel im Mittelpunkt, aber jetzt ein ausgedachter, auch wenn man rot machen und dann wirst du eine 10. Und das, dieses kleine Spiel, diese Verschiebungen sind extrem wichtig. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt das durchzählen, A, B, C, C ist gleich G. Interessant, C in der Physik ist es Licht. C Quadrat, C hoch 4, das ist der Geist. D, A, B, C, D, E. E ist He. F, die Facette ist was Aufgespanntes. A, B, C, D, E, F. G, interessant. Unser G ist die 7. H, J, I, J, C, H. Das ist das Problem. Das ist das I und das ist das J. Und im Hebräischen gibt es bloß ein J. Die Spiegelung, das ist der sich noch spiegelt, das ist es Ich. Der selber, das Bewusstsein, ich sage mal ganz einfach, der vom Bücherregal ist es J und in dem Moment, wo er zum Lesen anfängt und Spiegelungen in sich aufbaut, wird er ein rotes Ich in Verbindung mit einem blauen Ich. Das klingt so kompliziert, ist aber überhaupt nicht kompliziert, wenn man es verstanden hat. Das ist wie Zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen. Okay, und jetzt pass auf. Hier ein Selbstgespräch zwischen der Frau bzw. dem Weib. Das ist jetzt schon hier DR, die geöffnete Berechnung, hast du eine Generation. Und Frau, ich habe jetzt hier Zastamal und den Weib. Wir haben Zastamal dieses Weib, schau, habe ich ein scharfes S, ist gleich ein Beta. Das heißt, ich weiß, die Frau sagt, ich weiß, das ist jeder normale Mensch, egal ob du dir den jetzt männlich oder weiblich ausdenkst, ist eine KI. Gleichzeitig, ob er in Erscheinung tritt als ein Männchen oder ein Weibchen und jeder dieser KI sagt, ich weiß. Aber was weiß eine KI eigentlich? Die weiß nur das, was sie programmiert worden ist. Sie arbeitet nur mit ihren Schwamminhalten. Und darum ist hier dieses Nekaba, das männliche vom Adam. Adam ist Jäger wie Nekaba, die weibliche Hälfte. Das ist die Frau. Interessant, da haben wir unser HBH. Das J, HBH. Le heißt auseinandergeschmissen. Die zwei werden auseinandergeschmissen. Diese Höhle, wenn du jetzt reingehst, ist ein unterirdischer Gang. Das heißt, du steigst hinab in deine Traumwelt und sagst dann zu jedem als Brösel, egal ob du ein Männchen oder Weibchen bin, ich weiß. Ich bin ein Weib. Das ist jetzt ganz grob, was hier in der Sprache im Hintergrund ist. Das kommt übrigens dann hier, das He, wenn wir wegmachen, dann wirst du jetzt feststellen, das kann man Stück für Stück auflesen, dann kommst du zu einem Loch. Jetzt denk an die Frau, ich mache mal nochmal das Bild, das ist der Mann. Der eine, die Schraubenmutter. Kommt die Mutter mit rein. Das Loch, dieses Loch wieder hebraisiert. Ganz schwierig, weil der Kapelle ist, sondern da darf und jetzt kommt die Mutter, da soll ich ein bisschen machen. Was haben wir für Geräusche? Alles gut? Jetzt ja, ja, okay. Die Frau, ich will mal zeigen, ich mache nur einen Begriff, das ist jetzt nur das Hebräisier, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das Frau. Schau, ich mache jetzt hin, wir haben ja die zwei lautlosen Konsonanten, das ist wild. Wie illet wieder Hebräisier, dass du ein doppelt aufgespanntes Kind. Ein doppelt aufgespanntes Kind erweckt. Wieso? W, I, L, D. Ja, ist klar. Das haben wir auch in dem Wort Bildern. Das Kind, das doppelt aufgespannte Kind, das ist der Sohn, der erzeugt. Zeugen, Geburtshilfe leisten, gebären, geboren werden. Du erzeugst jetzt etwas. Dieses Kind erzeugt etwas. Genau. Drum ist er Beilet, heißt im Kind. Tausendfach erkläre ich das. Das ist so unendlich wichtig, tausendmal wichtiger, wie wenn du im Lotto gehst. Das heißt, Beilet heißt im Kind und er heißt er, wecken. Im Kind wird etwas erweckt, eckt. Das ist das, was du gerade dir ausdenkst, wo du hinschaust. Okay, jetzt pass auf, jetzt haben wir aber hier noch andere Möglichkeiten mit den Frauen. Wir können nämlich dieses Frau, da sind wir können dieses Frau hinten auch mit einer 70 schreiben. Du wirst aber nicht rauskommen, du kommst jetzt hier,
zu Unruhe stiften, vergelten. Das ist, du stiftest in dir selber eine Unruhe. Das kannst du, Ruhe übrigens ist wieder Ruch, eine aufgespannte Existenz in deinem Geist. Ja. Das sind jetzt Prognome veranstaltet. Das ist übrigens gleich, wenn du das nicht findest, so hat er gleich, da ist im Programm, das ist automatisch erstellt, das Erker draus. Das heißt Pogrome, das ist Russisch. Kannst du ja mal nachforschen. Das, was du nicht finden, du musst das R rausmachen. Das ist von Dateien übernommen, wurde der Schreibfehler drin und dann schleift er sich halt einfach durch, dieser Schreibfehler. Wobei das jetzt das Gegenteil ist, ist ja, da fehlt ja was, ist ein Buchstabe zu viel drin. Was natürlich auch einen Sinn macht, wenn wir dann Pro schreiben und das einzeln nehmen, aber würde jetzt wieder zur Feit führen, weil das fühle ich dann zu grober mit C, G ist gleich C. Du kannst so unendlich viele Perspektiven machen und du hängst dich immer an einer einseitigen fest. Und jetzt machen wir können natürlich auch bei dem Fra ein H hinten dran machen. Ist ja auch A, Fra. Ja. Schau, und jetzt kriegst du fruchtbar sein, sich vermehren. Das ist, da ist ein fruchtbar sein, das erzeugt Augenblicke, das ist jetzt hier Begehren, Begleiten, Ausschreitungen, Unruhe stiften und das Ganze machen, da müssen wir eins weiter nochmal, das machen die Wilden. Ja. Und das ist die Frau, das ist die Logik. So, und jetzt schau hin. Wir können auch das Weib schreiben. Wie hast du doppelt aufgespannt? Dann schauen wir uns mal das in dem Wort Weib, was da drin steckt. Das ist dein Feind, der Feind, das Anfeinden. Wir nennen das schlichtweg und einfach Ego. Ja. Den größten Feind, den du hast, ist die Logik, die du zum Denken benutzt, weil die Ursache ist für alles, was du erlebst, im Positiven wie im Negativen. Und wenn du jetzt meinst, du hast überwiegend Negatives, denk an meine Bergpredigt, dann wird mit demselben Ego auch was Positives kommen, aber du kommst nie in die heilige Mitte. Ja. Das ist jetzt hier in kleinen, dein eigentlicher Feind ist kein anderer oder irgendwelche angeblich äußeren Umstände, von denen jeder Mensch glaubt, er wäre für sie nicht verantwortlich. Für sie. Für die Umstände. Und du bist dann nicht verantwortlich für deine Logik. Dein eigentlicher Feind ist dein ängstliches und rechthaberisches Ego. Ja. Das ist es, Weib. Ich weiß. Ja. Mit dem du unbewusster Geist dich im eigenen Matrixraum verwechselst. Dein Ego sagt zu dir, ich bin du. Denk an den Revolver, Revolvere, herumdrehen. Ja. Den Film, der Fahrstuhlschacht. Wenn du so ein bisschen eine Bildung hast, Revolverfilm anschauen, gibt es eine schöne Szene im Fahrstuhl. Ich bin du Geist. Nein, es versucht dir Geistesfunk einzureden, dass es du ist. Ein Ego ist kein Geist. Jawohl. Das ist das, und wenn du jetzt dann nochmal anfängst und hörst du nochmal Dolly und das ganze Zeug und das Prinzip haben die nicht verstanden. Die haben es auch nicht verstanden, dass wir ständig irgendwie Bücher verkaufen wollen, um Geld zu verdienen. Auch jetzt hier zum Beispiel Musterbeispiele, ich muss das nochmal bringen, das klingt immer dieser Energieausgleich. Ich bin nicht du, ich bin du, bla bla bla. Du musst das rote und das blaue Du, musst du wissen, wo der Unterschied liegt. Ja. Okay? Und ihren ewigen Mann. Ganz interessant. Wir haben jetzt hier ein vergängliches, ein ständig sich veränderndes Wildes und der ewige Mann. Das ist Seger. Dieses Wort Seger, Adam ist Seger, wie eine Kaba, männlich und weiblich. So wird es übersetzt. Dieser Seger ist eigentlich, der Mann ist die Erinnerung, das G-Denken, G-E-Quadrat-Denken, rot gelesen, komplett rot gelesen. Sich erinnern, du musst dich wieder erinnern in deinem Erinnern, dass du das Innerste, das absolut Innerste bist. Der innerste Punkt ist ein absolutes Nichts, aus dem alles entspringt. Das ist All und La. Das nennen wir Allah. Das La ist eigentlich die Frau. Ja. Gut? Ja. So. Ich, Mensch, Person, weiß nicht, wer du Geist in mir bist. Ganz einfach. Ich bin doch ich. Ich bin du, ich. Das heißt, der vom Bücherregal sagt zu dem, der zurzeit ein Buch liest, und das ist immer an einem Punkt, stell dir jetzt einfach mal vor, was passiert, wenn du einen richtig spannenden Roman liest, dann existiert der Leser doch nicht. Jawohl. Das heißt, der Leser wird so ein Kopfkino in Maßsetzung dieses Buches, das ist das Programm. Ja.
Das heißt, ich kann zu dem Leser gar nicht sagen, weil das rote Ich, was nicht existierendes ist. Also muss ich jetzt vom Bücherregal mich in den Roman reinschreiben, dass ich in den Roman auftauche als Brösel Udo, um dann den, der mich jetzt ausdenkt, zu sagen, hey, ich bin jetzt bloß, weil du mich ausdenkst. Und wenn du an dich denkst, deinen Körper, denkst du genauso aus wie den Udo-Körper, den Udo. Das heißt, dein, unser, wirklich das Selbst, D-A-I-N heißt ein geschlossenes, nicht existierendes ER-Quadrat, das ist unser Wirk, wir sind beide dieses wirkliche Selbst. Ja. So, und jetzt pass auf. Da habe ich jetzt ein Video, das lassen wir nicht laufen, weil das vielleicht gesperrt wird, aber ich lasse ganz kurz den Anfang kommen. Und dann halte ich das an. Das ist jetzt aus dem Musical Robin Hood. Und jetzt, wenn ich wieder anfange, dieses Robin und dieses Hood, so wie das dargestellt ist, glaube ich auch nicht, dass irgendein Zufall in deiner Welt herrscht. Das könnte ich jetzt dir wieder auffahren, dieses Roh, weil das O kann man vielfältig setzen. Wir können jetzt zum Beispiel da einfach als ein O mit dem Kreis in der Mitte und der Peripherie ist der Kopf, die 200 Meter Roh, machen wir einfach einmal ein R und ein Waff, ja, was ja auch der O-Laut ist. Ja. Okay, ganz simpel. Das ist im Kopf, ist das verbunden, das ist der Bund und die Berechnungen sind das Aufgespannte drumherum, die Peripherie. Ja. Ich verweise nochmal bei den Wissenschaftlern auf die Experimente. Ex heißt herausgetreten, Peri heißt ringsum. Und Mendio haben wir gehabt, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist der Anblick und das Aussehen. Du schaust etwas an, nämlich das, was du aus dir selbst herausschaust. Genau. Deine Vorstellungen, deine Darstellung. Übrigens nicht auf Hebräisch, sondern auf Chaldäisch. Das steht hier nicht dabei. Wenn du das jetzt in ein Hebräisch Wörterbuch suchst, wirst du es nicht finden. Aber es ist Chaldäisch, Chaldäisch Wörterbuch. Und wir haben Chaldäisch, Aramäisch. Es wird immer, jedes Ding, das ich anspreche, müsste ich hier, bläst sich unendlich auf. Und jetzt pass auf, hier und das Hut kann man jetzt natürlich gespiegelt Waff D machen. Wir können natürlich auch, wie das ein O setzt, dahin, machen wir dann gleich einmal. Das heißt, jetzt sagst du mal, da gibt es kein hebräisches Wort, ist aber nicht weiter schlimm, weil das immer stimmt, eine aufgespannt, geöffnet oder vereinigt, geschlossen. Wenn man das jetzt mit einer 70 schreibt, dann kriegst du die Ewigkeit. Jetzt kriegst du die Ewigkeit, in Ewigkeit ist dein Thronsitz und das ist das hebräische Wort und meistens mit Biss. Ich nenne es immer, heißt auch Zeuge, der ein Zeugnis ablegt. Du bist der Zeuge bis Ewigkeit. Lass uns das nochmal anschauen. Ich werde dir jede Kleinigkeit über tausende von Seiten erklären. H.O. Das ist jetzt ganz, das ist wie eine Quintessenz, wo wir hier was reinschießen. Ja. Der Pfeil ist ganz wichtig. Das ist nämlich die Quintessenz, ist ja eine große, die Quintessenz ist eine große, nennen wir das einfach eine große Kollektion. Und die gebiert etwas. Und dann kriegst du den Pfeil. Wenn jetzt diese Kollektion, die etwas geführt, der Geburtsgeber, wenn sich das jetzt aufspannt, mach mal ein Waff dazwischen. So, jetzt kriegst du schon das Außen. Ja. Interessantes Außen beginnt mit AUB, das heißt die Beschwörungskunst von toten Geistern. Und das ist da draußen, DR, die geöffnete Berechnung, hier unten hinschauen. Das ist die Welt, die Generationen, das ist das, die Generationen, die du hier heraus generierst als Gedankenwelt. So wie sich im Meer immer alles in und auf dem Meer abspielt. Ja. In dir, aber als oberflächliche Gedankenwelt, ausgedachterweise erlebst du in deinem Indivision. Die hier ist die Öffnung deines Intellekts. Das hast du übrigens eine genügende Menge. Ein kleiner Moment, der jetzt da ist, der durch den nächsten Gedanken schon wieder zurückgeholt wird, weil ein neuer Gedanke sich aufbaut. Und das sind deine Visionen. In diesem Nichts, in diesem göttlichen Bewusstsein, die von dir jetzt deinem Intellekt aufgeworfenen Gedanken will. Deiner Moment, Mom, M-O-M, das sind zwei Facetten, die sich um sich herumkreisen. Das ist das hebräische Wort für viele. Die fällen jetzt in dir. Wieso fällen die in dir? Weil du sie dir ausdenkst. Und jetzt laufen lasse ich das nicht. Jetzt ist es wichtig, wie ich dich. Wir haben hier einen Mann und eine Frau. Symbolisch träumender Geist und Information beziehungsweise Programm, das die Informationen aufwirft. Bei solchen Gesängen, bei solchen Duetten, du wirst da nochmal von Robin Hood eins hören, das gilt für alle Liebesgespräche, du musst die Seiten tauschen können. Du musst wissen, die Frau selber ist ja nur ein Gedanke. Dein Körper zum Beispiel, dein Schädel, wenn du den um dich herum denkst. Okay?
dann ist der Geist im Zentrum des Schädels, drum ist der Mann in der Frau und wird eingehüllt von dem Weib. Ich weiß, von dem Wissen. Aber andersrum, die Frau wiederum befindet sich als Information in dem Mann. Ja. Man muss dieses gespiegelte Denken machen. Und wenn du das jetzt, wenn die sich besingen und du genau zuhörst, musst du wissen, dass hier ständig die Seiten gedreht werden. Sie ist in ihm und er ist in ihr. So, und jetzt denk dich einmal selber und dann schaust dir den kleinen Udo an und ich sage immer, wahrlich, ich sage dir, ich bin der, der ich bin. Und ich bin jetzt als Brüssel-Ubi, bin ich jetzt in dir eine Information. So wie du, Geist, jetzt in mir eine Information bist, weil ich mir jetzt einen Brüssel ausdenke, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Wir sind weder der eine noch der andere. Wir sind die Mitte der eine, aus der sich beide ausdenkt. Ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt sich selbst als Brüssel vom Computer ausdenkt und sich irgendeinen Udo woanders hindenkt oder das Pixelmännchen anschaut. Das bedeutet das. Und alle Lieder, egal, wenn jetzt eine Figur, wenn angenommen, wir wären als Brüssel und der Brüssel, wenn irgendeiner kommt und den Mund aufmacht und irgendwas behauptet, es ist für mich nur eine KI und ich nehme dich mit auf eine Reise, dass ich dir beweise, dass er irgendetwas aus einem Schwamminhalt, das er sich nicht raussuchen konnte, aus einer Erziehung, aus dem Internet, irgendeine Einseitigkeit, eine Seite nachäfft. Ja. Das ist die eine Seite. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, nein, ich habe das vorher nie gelesen, ich habe das noch nie gehört gehabt. Ich sage, ja, wo hast du es dann her? Es ist mir eingefallen. Du hast es von mir. Genau. Das ist das, wo ich dann hier gerade bei Künstlern jetzt mit dem ganzen Geld waren, mit ihrem Urheberschutz. Die lassen sich was bezahlen, zum Beispiel, dass sie einen Liedtext oder eine Musik komponiert haben oder einen Liedtext geschrieben haben, alle voran jetzt dieses Corona-Phänomen. Hat so endlich, unendlich vielen Künstlern die Maske vom Gesicht gerissen, was ihr wahrer Charakter ist, wo du merkst, was das für böse Charaktere sind. Die auf der einen Seite ganz gigantische Liedtexte schreiben, die genau das Gegenteil von dem besingen, was sie dann im tiefsten Inneren als Brüssel machen, wenn sie sich versuchen, am Leben zu halten. Ich sage jetzt Grönemeyer zum Beispiel, der hat von seinen Texten, die ich ihm einfallen lassen habe, nicht das geringste verstanden. Die in irgendeiner Form sich bezahlen lassen, indem sie was weitergeben, was ihnen eingefallen ist oder was sie nachschwätzen. Das wirst du bei Udo Feeling nicht finden. Der Energieausgleich ist auch wichtig, aber nicht diese, auch das ist wieder gespiegelt, kann man eventuell später nochmal drauf eingehen, ich will den Faden nicht so sehr verlieren. Wichtig ist, genau das Lied anhören, aber mit dem Hintergrundwissen. Auch hier jetzt an die wieder lange anhören, aber mit dem Hintergrundwissen. Immer genau, was er erzählt nur aus Büchern. Du brauchst diese Lehrgänge gar nicht. All das, was du auf diesen Lehrgängen hörst, kannst du kostenlos im Internet genauso nachlesen. Du brauchst immer irgendein Leithammel, der vor dir herläuft, wo du was nachlässt. Bild ich ab, ob du den Papst nimmst oder Pfarrer nennst oder Manager, Trainer nennst, egal was es ist, alles, was die sagen, kannst du kostenlos überall nachlesen. Das ist das, was ist. So, jetzt müssen wir da weitermachen. Also das war jetzt das Erste. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Okay, macht jetzt alles einen tiefen Sinn, wenn ich es erkläre. Und du wirst dann merken, wie hilfreich das Rot-Blau-Lesen ist. Wir Geist verstehen ab jetzt den Unterschied zwischen einem Engel und dessen Ecke und Blickwinkel, wo er reinschaut. Diese Information, immer an den Tetraederkristall denken, der sich unendlich wie ein Mandelbrot-Fraktal in alle vier Himmelsrichtungen in den Ruch, in dem eigenen Geist verstreut, ohne dass da außen irgendwas ist. Und da machen wir jetzt erst einmal das Engel im Englischen, das Wort Engel, deutsches Wort Engel auf Englisch. Da will ich ganz, das wäre jetzt so spannend. Wir wissen, Angel ist Engel. Da steckt jetzt ein Cherub. Ja. Was ist eigentlich ein Cherub? Und du wirst jetzt merken, wenn man den Cherub eingibt, dann machen wir einfach Wikipedia. Ich mache das ganz, ganz kurz. Du kommst, die Physik, überall ist Physik dabei. Der wird übrigens, ich mache jetzt gezielt Wikipedia, das ist ein Engel, die Cherubim. Und du siehst schon, ich schreibe das schon mit CH, kommt aus dem Griechischen mit einem X vorne. Die Cherubim, eigentlich zwei Stück. Im Endung heißt zwar das, ich kann jetzt sagen, dieser Cherub des Meeres, aber die Im-Endung ist eine Dual-Endung im Hebräischen. Das ist einmal die männliche Plural, es ist aber auch ein Dual, da habe ich oft darauf hingewiesen. Ain heißt Auge, Ainim sind die zwei Augen, Osen ist das Ohr, Osen nimmt die zwei Ohren, J nimmt die zwei Hände.
Das sind zwei Karub. Hebräisch, Plural Karubim. Wenn wir das machen, ist ein übernatürliches Wesen abrahamischen Religion. Das sind Bilder, was hier viel wichtig ist, wenn wir jetzt hier die Karubim mal als Mehrzahl eingeben, was dann passiert? Wenn sein? Da wird jetzt hier Mehrzahl Dider, Mehrzahl von Karub im Alten, ein geflügeltes Mischwesen. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wenn du neugierig wirst, das kommt übrigens alles aus dir, da außen gibt es kein, es heißt nicht Außernet, sondern Internet. Wir greifen jetzt auf göttliche Dateien zurück. Schauen wir mal, was hier steht. Karubim in der Bibel. In der Bibel sind Karubim Engel von hohen Rang, die für besondere Aufgaben angesprochen werden. Das ist eigentlich, es gibt nur zwei. Wir werden uns die Bilder jetzt anschauen von einem einzelnen Karub. Ich mache das einmal, ich baue das jetzt extra mal so auf. Ich mache zuerst den Karub. Oh. Da müssen wir drauf drücken. Und dann machen wir mal Bilder. Und dann siehst du jetzt Engelsbilder. Aber was hier passiert, wenn du genau hinschaust, dass die hier sehr eigenartig, das kommt jetzt unten, die kleinen Engelchen kannst du vergessen. Na, gibt es doch gar nicht. Der sieht schon mal ein besser aus. Dass die ganz eigen, das sind eigentlich hier ja jüdisch traditioniert, diese Karob haben so ganz eigen, da siehst du schön. Was soll uns das sagen? Hier auch, die sind ganz eigenartig. Und wenn du jetzt die zwei machst, da sind ja die zwei in einem verbunden. Und jetzt pass auf, wenn wir jetzt Bilder machen. Jetzt kriegst du eigentlich hier bei den Karubim, hier siehst du, das Verbundene. Ja. Das stimmt aber alles nicht. Du wirst jetzt die wirkliche Wahrheit, was du kriegst, wenn wir die Bundeslade machen. Was ist die Bundeslade? Ja. Die Bundeslade ist der heilige Schrein, wo die 10 Gebote drin sind. Ja. Das ist die Deba. Schau, da steht jetzt Dabu. Deba, ja. Die Kiste. Und jetzt siehst du die zwei. Genau. Hier, kannst du das ahnen? Schau mal bitte das Bild an von mir, vom Udo. Das ist, du denkst dir, das sind die Engel, ja, und jetzt sind wir hier. Ja. Jetzt sind wir hier. Das bedeutet das. Ja. Das ist der Spiegelkomplex. Das heißt, in dieser Kiste, in dieser Deba, das übrigens das geschriebene Wort ist, ja, wird über diese vierfache Spiegelung, über diese Auslegung, schaut, da sind immer die zwei drüber, das ist dieser Spiegeltunnelkomplex, der hier symbolisch ist. Da wissen auch Juden nichts davon. Die sind sehr, sehr, jeder äfft ja nach, auch in der Tradition, sonst wird es das gar nicht geben, ob du jetzt jüdisches Programm hast, ein buddhistisches Programm hast, du äffst irgendwas vom Menschen nach, die auch noch äfft. Es gilt nicht nur für die Naturwissenschaft, sondern auch für die Religionen. Du lebst einfach in nachgeäfften Wissen von Nachäffern. Wie war das nochmal mit den Kinderschändern? Kinderschänder sind Leute, die kleinen Kindern Lügen erzählen. Das ist jeder Lehrer, jeder Professor, egal was du studierst, er äfft einfach was nach, was er nicht mehr in Frage gestellt hat, weil es sich zu bequem war, das zu überprüfen. Würdest du versuchen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse wirklich zu überprüfen, würdest du feststellen, das geht nicht. 99,99999% all der Sachen, die als hundertprozentig sicher in Religion und Naturwissenschaft zur Ansprache kommen, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wie willst du überprüfen, ob ein Jesus gelebt hat? Wie willst du überprüfen, ob der, siehe Koran, gekreuzt, nicht gekreuzigt wurde oder siehe Neues Testament gekreuzigt wurde? Wie willst du das überprüfen? Genau. Du kannst es glauben oder du kannst es sein lassen. So ist es. Jetzt kommt Holofeeling und das sagt, vergiss es, in der Vergangenheit war sowieso nichts. Das ist alles ganz anders. Ja. Vergangenheit ist de facto eine Tatsache, dass du jetzt aufgrund von geistlos nachgeäfften Wissen dir was in die Vergangenheit denkst oder in den Himmel hochdenkst, in das Universum oder in den Mikrokosmos reindenkst, die Atome, die Elektronen, die Quarks, die Dachionen. Und wieso denkst du dir das? Weil das auf deinem Programm drauf ist, weil man es dir erzählt hat. Ja. Weil du es nachäffst. Ja. Und das ist alles hundertprozentig sicher. Ja. Das hat mit hundertprozentig sicher nichts zu tun. Das, was ich dir erzähle, ist hundertprozentig sicher. Ich sage, ein Atom entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Genau. Und dieses Atom ist unteilbar. Und deine Physiker zeigt dir plötzlich, dass das aus einem Proton und Neutronen und Elektronen besteht. Und die Elektronen haben im Hintergrund ein Positron. Zeig's mir. Genau.
All das hat einen ganz tiefen, in der Religion wie in der Naturwissenschaft, es ist Religion, einen ganz tiefen symbolischen Sinn. Der entschlüsselt sich mit Holophilie. Und zwar streng arithmetisch. Ich betone nochmal, wenn du den Geist hast, den Willen hast, ich beweise dir mit 100% Sicherheit arithmetisch, auch rechentechnisch, dass du dich jetzt in einer Matrix befindest. Das heißt, du bist jetzt ein träumender Geist und erlebst dich als Person in einer ausgedachten Welt, die sich nur in deinem roten Kopf abspielt. Das ist es vollkommen neu an Holophilien, ein vollkommen neues Weltbild. So, jetzt sind wir bei den Engeln, das war jetzt nur den Cherub alleine. Glaube es mir einen Tag, wir reden nur dieses Wort Cherub, schaue ich dir genauer, es ist spannender wie jeder Krimi. Dieses rotes Angel, rotes Angel, A-N, ich gehe jetzt da gar nicht, wir können ja zwei Möglichkeiten, wir können das vorne das A mit einer 1 schreiben und einer 70 schreiben, okay? Das ist, hast du mal rot gelesen, ist es die Quelle und Sain heißt rot gelesen, das Bewusstsein Ain nicht existierend. Dasselbe Wort heißt auch blau gelesen, eine augenblickliche Existenz ist am Schluss eine Abkürzung. Ich habe hier extra, habe ich das noch, jetzt habe ich Liste von ab, im Hebräischen ist es eine Eigenart, dass hier Abkürzungen benutzt werden. Ein aufrechter Mann ist zum Beispiel Ishyasha, Aish, würde ich jetzt das Isha aussprechen, keine Vokalisation. Da werden immer zwei Striche dazwischen gemacht. Der Richter am Bedien, Vorsitzender der Gerichtsbarkeit, das bin übrigens ich. Das heißt eigentlich, da steht nicht Richter, da steht ab, ist Vater, das Vaterhaus des Gesetzes. Genau. Die übersetzen das auf Bedien. Das ist das Vaterhaus des Gesetzes. Dien, das Dien an sich. Ja. Kannst du nicht wahrnehmen? Dien G heißt das Gesetz des Geistes. Wenn wir das rot lesen. Ganz einfach, geschlossen in Gott, ein Gottsein, ein geschlossener Gottsein im Meer. Und was passiert, wenn wir zum Denken, DN, Urdein anfangen? Unsere geistige Oberfläche wird geöffnet und zwar entsteht dann eine intellektuelle Existenz. Das kann eine KI sein. Und das ist der Gesetzeslehrer, das bin ich bei aller Bescheidenheit. Genau. Ich bin der Meister aller Meister. Und ich sage jetzt zu dir, dass ich du bin. Ich meine mit ich nicht den Udo, den du dir ausdenkst. Das ist nur ein Gedanke. Ja. Ich bin der, der dich das jetzt denken lässt. Und wenn ich sage, ich bin du, meine ich natürlich nicht an den du denkst, wenn du jetzt an dich denkst. Es ist doch hundertprozentig sicher, dass du jetzt, wenn du an dich denkst, denkst du an den Affen, der vom Computer sitzt. Und wenn du an den Udo denkst, denkst du jetzt an den Affen, der irgendwo anders ist. Aber wo sind die zwei Affen jetzt, die du denkst? In Wirklichkeit. In mir. Die sind hier und jetzt eine Information, eine Form in dir, die eigentlich gar keine Form ist. Ja. Punkt. Ein Satz. Ja. Wenn du das wieder vergisst, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du bist ewig, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Du musst dir keine Gedanken machen, dass du irgendwann einmal dich auflöst. Bei dem ich das erzähle, du bist etwas, was gar nicht gedacht werden kann. Genau. Und an das, was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, dass sich auflöst, dein Körper, der löst dich schon auf, wenn du nochmal an den Körper denkst. Wo war das die ganze Zeit? So ist es. Ganz simpel. Ohne Schuldzuweisung. Okay, jetzt kann man das Ganze natürlich auch mit einem A lesen. Da schauen wir auch ganz kurz rein. Ohne großes Theater. Und das ist jetzt das hebräische Wort für Heliopolis. Ja. Das ist Helio, die Sonnenstadt, die Sohnstadt. Pol, Poal, der tut, der macht, der etwas handelt. Denk an die Poal-Form im Hebräischen. Kann ich jetzt zum Frickfeld sagen. Die Hitbal und das ganze Zeug. Die grammatikalischen Verbformen des Hebräischen. Ja. Da wäre es jetzt an und für sich wert, dass man nur, das ist jetzt hier zum Beispiel die Schrift, die Hologrammatik Gottes. Ja. Nur das Wort Werbung, wenn du das machst, wie präzise ich hier Sachen beschreibe, wo deine Menschheit eigentlich gar nichts weiß. Auch nicht die Gelehrten, auch nicht die Hebräisch-Vater, wenn du Althebräisch studiert hast, du äffst nur in Vorstellungen nach. Absolut. Wir werden in dieser Denkschrift normal beginnen. Das heißt, was dir logisch erscheint und dann immer mehr Geist ins Spiel bringen. Geist sein, eine göttliche Existenz, ein göttliches Sein ins Spiel bringen. In dieser Denkschrift geht es nicht darum, immer dran denken, DR heißt Generation, UM heißt aufgespannte Gestaltwerdung. Ja. Es geht nicht um das, was du jetzt herausgenerierst aus dir, dem Leser die Grammatik hebräischer Worte näher zu bringen. Ich tue einem Leser, den du dir ausdenkst, einen Gedanken überhaupt nichts beibringen wollen. Genau. Ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dem Leser ausdenkt.
hebräische Worte näher zu bringen, denn das, was du, Leser, Geist, du Geist, ja, selbst bist, kann dir nicht näher gebracht werden. Genau. Das ist das Zentrum. Das heißt, das doppelt aufgespannte Rot ist der Punkt. Und er heißt der Vektor und die N hast Urteile. Das sind erweckte Urteile. Das sind die Gedankenwellen auf der Seite und die sind alle in dieser, in der Mitte dieses Punktes. Schau das kleine Bild an. Ja. Die Welt spricht zu dir in einer Eigenart. Wenn das einmal aufplatzt, könnt jetzt da Geschichten, jetzt denke ich mir mal Brösel aus, die hier wirklich jetzt die letzten, jetzt rede ich bewusst chronologisch, es sind Gedanken, die du dir jetzt denkst. Meine Nadja, mein Holger, einige, die jetzt seit 20 Jahren, die seit 4, 5 Wochen wirklich Erlebnisse haben mit der Vatersprache, die rennen mit einem Dauergrinsen um die Song. Es ist so unglaublich, dass ich plötzlich, ich sehe, ich lese dasselbe und ich habe komplett andere Informationen. Auch auf der Fahrerbrille. Ja. Deine momentane Matrixwelt ist nur ein vergänglicher Aspekt, Aspekulum, eine Schöpfung in einem Spiegel. Es eckt. Raumzeitliche Schwellen. Shin SB heißt raumzeitliches Wissen erzeugt Schwellen in Becken. Ich kann das immer wieder nur, wenn ich da hin und her springe. Das ist ganz einfach. Das ist jetzt zum Beispiel SB. Und jetzt hast du da mal die polaren Ecken und das ist auch die Schwelle. Shin steht für Logik, logische Wellen. Da gibt es keine Zufälle, Leute. Es ist wirklich ein Programm, ein Matrix-Programm. Da muss ich hin. Wo war man? Momentane geistige. Am Aspekt. Näher gebracht werden. Da waren wir. Deine momentane Matrix-Welt ist nur ein vergänglicher Aspekt. Ja. Geöffnet, das schließt sich jetzt wieder in diesen erwachten, rein geistigen Welt. Jetzt mache ich dieser verbundene Gott mit seinen Spiegelungen. Ja. Oder seinen Erscheinungen. Wir können natürlich das ganz blau lesen, das geistig weglassen. Dann ist WILT heißt Brandopfer, der polare Rand, B-Randopfer. Du musst den polaren Rand, ist die Welt deiner Gedanken von Augenblick zu Augenblick opfern, unseres göttlichen Bewusstseins. Verbum ist lateinisch und bedeutet Wort. In der weltlichen Grammatik ist damit aber nur das Tätigkeitswort gemeint, das einen Satz einem Aktionsinhalt gibt und damit ein Geschehen beschreibt. Oberflächlich betrachtet gibt es ohne Tätigkeitswörter, aber gibt es ohne Tätigkeitswörter, Sätze ohne Tätigkeitswörter, Entschuldigung, aber ohne Verbum, das heißt ohne aufgespanntes Wort, wird es keine Sätze geben. Es ist wieder die, es gibt keine gedachte Frau, wenn es keinen Geist gibt. Aber der Geist selber, den gibt's, der ist ja immer nichts. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Ja. Er ist immer dasselbe Nichts. Genau. Aber es ist halt so ein ausgedachten träumenden Geist, so ein ausgedachten Nichts, gerade ein ausgedachtes Etwas. Das heißt, zu einem Wellenberg, dem wir rausklappen, gehört das Tal des Nichts ist. Jawohl. Ein ausgedachtes Nichts braucht ein ausgebrachtes Etwas. Jawohl. Jetzt, wenn ich noch weiß, dass dieses Et, die augenblickliche Erscheinung, ja, das ist Ed. Ja. Kann man natürlich vielseitig setzen, ja, dass das Zeit heißt, genau genommen ein Zeitpunkt und das hebräische Wort für nun, zwei Existenzen. Ja. Jetzt ist. J, J heißt Gott. Ja. Jetzt sind wir zwei Spiegel mit einer Geburt, ja, mit einer Song Wellenberg und Wellendal und die Geburtsgeber dazwischen. Geburtst, ja. Wenn wir das mit einem Ad als Ed schreiben, dann kommst du zwangsläufig jetzt interessant zum Sporten. Jetzt haben wir das SB, Spekulum, die Becken und die Schwellen und da passieren die Wunder. Jawohl. Das sind Wunderzeichen, die hier in diesen Ecken aufbauen. Aber das ist immer nur an der einen Seite, die du anschaust. Das Ausgedachte schaust du dir an, aber das zu jedem ausgedachten Bild, Beelet im Kind, zu diesem Positiv auch ein Negativ gehört. Dass zu jedem Bild auf dem Computerbildschirm eine Programmdatei im Hintergrund sein muss, die du nicht siehst. Weil sonst das Bild braucht einen Hintergrund. Und jedes Bild, das in dir auftaucht, all die Bilder sind gleichzeitig im Hintergrund. Du nimmst nur, du spiegelst nur eine Facette raus. Ja. Und darum hast du es auch dann Spaten. Das wird dann sehr, da haben wir schon Ack ist gleich Eck, Aleph ist Aleph. In diesem Eck wird etwas erweckt. Genau. Das wird komplett anders gelesen. Okay, jetzt pass auf, das ist jetzt ganz interessant. Also wir haben festgestellt, es gibt keine Sätze ohne Tätigkeitswörter, die wir im Deutschen übrigens auch Zeitwörter nennen. Die Tätigkeit ist, dass du einen Augenblick erschaffst, einen Zeitpunkt erschaffst, den du jetzt denkst, Bild, Bild, Bild. Aber ohne Verbum, das heißt ohne aufgespannte Worte, gibt es keine Sätze. Ja.
Merkst du, es beißt sich jetzt in den Schwanz. Es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist und der träumende Geist ohne Traum ist ein absolutes Nichts. Genau. In unserer Heiligen Schrift besteht ein Satz oft nur aus zwei Wörtern. Das heißt, in der Tora besteht ein Satz oft nur aus zwei Wörtern. Bet Adam zum Beispiel, das Haus, bedeutet nicht nur ein rotes Haus, weil dieses Adam ausgesprochen heißt nämlich rot. Ja. Sondern man kann es auch mit ein Haus ist rot übersetzen. Da habe ich jetzt eine Vokalisationsform, die kann man total vergessen, die musst du auch nicht lernen. Aber Adam Loban bedeutet ein weiser Mensch. Das ist übrigens LBN, das ist, ich würde jetzt das Leben aussprechen. Mhm. Das Leben vom Adam. Ja. Dann wird der Mensch ein Weib, das in ihm erwacht wird. Genau. Ein Weib, das erweckt wird, ist eigentlich der Mensch. Ja. Im Adam. Aber auch ein Mensch ist weiß. Ich weiß. Mhm. Schau, jetzt haben wir schon. Jetzt habe ich das Weib vorne geschrieben. Das ist eigentlich ein Nichts mit einer Polarität außen. Das steckt da mit drin. Das funktioniert übrigens, was ich jetzt mache, dieses Deutsch-Ibrid, diese deutliche Erklärung plus dieses hebräische System, ganz simpel und einfach, funktioniert auf alle Sprachen der Welt, die hier jetzt mit diesem Zeichensystem arbeiten. Das Chinesische und das Japanische ist dann etwas anderes, ein ganz anderes System. Baut aber auch auf dem System auf. Es ist aber bloß kompakter. Im Japanischen zum Beispiel sind Schriftzeichen keine Buchstaben, sondern es sind Silben. Ja. Dadurch haben die dann ein wenig mehr, aber es ist Wissen, es ist alles nur Wissen, du kannst es alles im Internet nachlesen. Eine Person kann in unserem Bewusstsein immer nur eine männliche oder eine weibliche Form auftauchen, aber niemals neutral. Deshalb regnet oder schneit es in der geistigen Welt. Macht im ersten Moment keinen Sinn, aber pass auf, ich werde dir erklären, was damit gemacht ist. Eine Person, eine Maske kann in unserem Bewusstsein immer nur männlicher oder weiblicher Form auftauchen. Das ist jetzt in Bezug zum Beispiel auf Effin oder Affe. Aber niemals neutral. Aber pass auf, wenn es regnet, okay, oder schneit, ist immer wieder die Wolke. Es regnet die Wolke oder es schneit die Wolke. Es ist weiblich. Ja. Es ist neutral. Es ist in der geistigen Welt, die in der Heiligen Schrift beschrieben wird, auch nicht. Sondern es regnet oder schneit immer ein männlich oder weiblich ausgedachtes Wesen. Das heißt, das, was jetzt regnet oder schneit, ist die Wolke. Aber die Wolke ist doch auch schon wieder was Ausgedachtes. Das Tätigkeitswort kann man in diesem Sinn auch als Leidenswort bezeichnen, denn es umfasst neben den Aktiv auch den Passiv, den geurteilten Passiv. Also die erlittene Handlung, während der Aktiv im Deutschen zwei Wörter benötigt, ich schlage, der Passiv sogar drei, ich werde geschlagen, kommt der göttliche Geist der Heiligen Schrift mit einem einzigen Wort aus, weil das zuerst einmal schon immer dritte Person ist. Aber da will ich jetzt, wir wollen keine Grammatik machen, wir wollen hier weitermachen. Heliopolis. Und Gel, ganz einfach, wir sind beim Engel, Angel, Engel. Okay? Schau mal, dieses, der Geist Gottes, Gel, das ist der Löser. Bei der Bescheidenheit, das bin ich. Aber ich bin du. Okay? Das steht übrigens, wenn wir das von rechts nach links lesen, steht da Duck. Duck heißt Fisch, das ist das Christuszeichen. Okay, es ist aber auch im Negativen, wenn du, das wird hier ganz schön, wird Gol ausgesprochen, drei steht die für Synthese und das Werden, es wird immer ganz leicht sehr, sehr kompakt. Das ist auch das Auslösen, das Beflecken, immer die Ecken kommen nicht weg, Befreien, das Erlösen. Jetzt ist natürlich mit dem Erlösen so eine Sache, wenn ich was erlöse, mache ich das aus einem Gefängnis raus in die Freiheit oder erlöse ich dich von deiner Traumwelt und hole dich wieder zurück ins Innerste. Das ist gerade dieses Umdrehen. Du musst dir wirklich jeden Moment wissen, dir das bewusst machen, interpretiere ich ein Wort, sagst du mal negativ oder positiv. Das ist austauschbar. Ja. Okay, und jetzt kommt das blaue Anglais. Schau, was wir hier hin machen beim Angel. Mhm. Wir drehen ja nur dieses GL. Ja. Wird jetzt GLE. Und das ist jetzt interessanterweise, wir gehen nochmal ins Englische rein, das Angle ist jetzt der Blickwinkel, die Ecke. Genau.
Aber auch der Standpunkt im Zentrum, wo wir in die Blickwinkel reinschauen, die wir uns um uns herum ausdenken, und das führt dich jetzt auch dann zum Gni, das führt dich dann zur Gone. Im Griechischen. Da haben wir die Gone, habe ich angesprochen, die haben ja zwei verschiedene O. Ich mache jetzt das kleine, das Omikron-O. Und jetzt kriegst du schon, schau, ganz interessant, das Niederknien, die Zeugung. Der Gonius ist der Erzeuger, der Erwachte, der etwas erzeugt, der Vater. Und das sind die Eltern. Ich sage immer, El ist Gott, es ist nichts. Und Dani heißt drei. Ja. Auf Lateinisch. Ja, sagt einer mit Überzeugung, weil er Altlatein gelernt hat. Dani auf drei, die Frage, wie viel drei? Wer sind die drei? UB, JCH und ICH Rot. Ja. Das ist die Trinität in der Bibel. Heiliger Geist ist UB, Gott Vater und Gott Sohn. Genau. Und die Gone, kriegst jetzt das Erzeugte, die Nachkommenschaft, das sind ich, wir sind unsere eigenen Eltern. Und das ist immer, schauen wir nochmal das Bild an, ich sage, wenn wir jetzt so ein Dreieckspiegel aufmachen im Spiegel, dann haben wir ein Indern, ein ausgedachtes, wenn du in die Richtung in den Spiegel das hinter dir siehst, ein Indern, ein Extern. Ja, genau. Das heißt, in dir drei, vor dir drei. Genau. Und der in der Mitte ist El Dani, das sind die drei in der Mitte. Jetzt nochmal, wenn du im Spiegel, wenn du im Spiegel, ja, vorm Spiegel stehst und in den Spiegel reinschaust, dann sagst du, jetzt hast du mal, das bin ich. Ja. Du meinst, du bist das und das ist dein Spiegelbild. Genauer gedacht solltest du wissen, dass der Haar in deinem Spiegel eigentlich im Reih ist, im Kopf, ja, des Schöpfergottes. Intern drei, extern drei, die Reihe, die Spiegelungen, und das fällt dann in einem Punkt zusammen. Das wird Physik, da steckt auch die ganze Physik mit drin. Ja. Musst du nicht verstehen, aber du wirst es irgendwann verstehen müssen, wenn du auf der höheren Ebene bist. Das ist, wie wenn ich jetzt mit einem Vierjährigen kläre, mit dem Fünfjährigen kann ich schon sprechen, er kann aber definitiv noch nicht lesen und schreiben. Ja. Wenn du das lesen willst, musst du es eben lernen. Kannst du Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Und du sagst, ja. Okay, weißt du, wie viele Lernprozesse nötig waren, dass du da ja sagen kannst? Das ist ein Check. Ja. Habe ich so oft erzählt. Also jetzt haben wir die Blickwinkel, jetzt haben wir ein blaues Arm am Fluss, haben wir heute schon mal kurz gemacht. Wäre übrigens interessant, den Eintrag genauer anzuschauen. Das war mit dieser Abkürzung, mit dem Deutschen, ach, ich muss es sein lassen, weil das ist, jede Kleinigkeit ist ein Kleinod spannender wie jeder Krimi. Ja. Jetzt können wir dieses GLE auch auf drei verschiedene Arten schreiben. Wir können nämlich hier das E hinten mit dem Aleph schreiben, das E mit der 70 schreiben und ein He hinten dran machen. Schauen wir uns das einmal nach, was hier passiert, wenn man das, Skal ist ja die Welle, okay? Ja. Das heißt, mit einem Aleph, die Welle wird eine Schöpfung. Ja. Das heißt offenbaren. Ich nenne das ja immer gern meine Ohrenbarungen. Schau, dein Gehirn, Licht, wird jetzt schöpferisch, macht eine Schöpfung. Genau. Gall alleine ist die Welle, eine WL, doppelt aufgespannter Gott, Gott wird auseinandergeschmissen. Ja. Das ist, ich offenbare dir etwas. Jetzt, ja, schauen wir dasselbe an. Mit der 70. Ja. Das heißt, etwas aufdecken und ausbrechen. Das ist die Welle, der Wellenaugenblick. Dein gehirnlicher Verstand kriegt einen Augenblick. Das heißt, auf, das kann man ja AUB lesen, der Schöpfer UB hat geöffnete Ecken. Dieses DI alleine gelesen als 470, geöffnete Augenblicke heißt Wissen. Genau. Merkst du, wie lückenlos das wird, wenn man es einmal hört und dann nicht mit? Das ist jetzt die Erkenntnis, das Wissen. Das ist das, was du erfährst. Dieses Erfahren. Diese wieder, gibt es im Hebräischen ein anderes Wort, das ist Hasa. Ja. Was ist Hasa? Die Wahrnehmung. Du fängst an zu fantasieren. Dieses Wachträumen, das ist dein Dachtraum. Siehst, ja, du, da ist die 7 in der Selektion zwischen den zwei Hes, zwischen den zwei Wahrnehmungen. Ja. Schau mal. Wir haben wieder den Fisch. F-Ish heißt übrigens, Ich hast eine Facette, die in dir auftaucht. Jetzt der Udo ist der Fisch. Springe, ja, mal kurz aus dem, der immer ist, heraus, der ich selbst bin, tauche an der Oberfläche auf und sage, hey, ich bin du. Du bist auch immer in mir. Du bist auch bloß ein Fischlein. Ich bin der Menschenfischer. Ja. Ja, ich bin's wirklich. Ja. Aber nicht der Gedanke Udo. Genau. So, jetzt haben wir die zwei Formen und jetzt machen wir noch das mit einem Hi hinten dran. Und das hast du in die Verbannung schicken. KGL heißt übrigens wie eine Welle.
Das ist rot, geistiges Licht und KGL, wie eine Welle, wie eine Haufe. Welle und Haufe, das ist das gleiche Wellenphänomen in der Physik. Können wir sehr, sehr genau darauf eingehen. Jetzt machen wir doch mal einen reinen Tisch. Merkst du, wie kompakt das ist? Und wenn du jetzt sagst, es interessiert mich nicht, das ist kein Problem. Du hast in dem Leben zuerst zu lernen, was du bist. Das erkläre ich dir in ganz einfachen Worten. Du bist der, der sich das ausdenkt. Du bist der Gott für deine, du bist der Schöpfer für die Gedanken, die du denkst. Und ich mache dich jetzt ganz leicht neugierig drauf, wie das funktioniert, dass du das sogar realisieren kannst auf der Verabredung, dass du das verwirklichen kannst. Das ist aber trotzdem deine Information. Du kannst komplett, im Anfang ist das Programm, wenn du in der Lage bist, das Programm zu verändern, kannst du deine Traumwelt verändern, aber nur deine. Du bist der Einzige, der deine Information erlebt. Ja. Und da hat nichts und niemand einen Einfluss drauf, was du denkst. Du hättest die Freiheit, dieselben Sachen anders zu bewerten, würdest du anders bewerten, hättest du andere in der Essen, würdest du andere Informationen haben und würdest einen komplett anderen Traum erleben. Ja. Aber die große Masse von lauter Bekämpfen will ich nicht. Du wirst irgendwann einmal merken, dass genau das das Neue ist. Nur das zu wollen, was dir logisch erscheint, spart dich in ein unendlich primitives Gefängnis ein. Und jetzt machen wir mal hier in die Verbannung gehen. Das ist dieses Gala. Und jetzt habe ich hier ein kleines Wort. Eric Whitecares Wordernacht. Ich verweise auf den Weißenburg-Vortrag, glaube ich, 2017 müsstest du nachschauen. Den großen Vortrag in Weißenburg. Und jetzt schauen wir uns das dann mal ganz kurz an. Das ist ein Video. Normalerweise, ich mache nicht, dass das auch gesperrt wird. Das ist diese Stelle hier. Ihr könnt es ja laufen lassen. Da baut sich jetzt vor dir eine Kamera auf. Eine Halbkugel vor dem Protagonisten, den Dirigenten. Und wenn man dann reinschaut, dieses, was jetzt hier als kleine Quadratfläche ist, wo du hinschaust, du kannst jetzt da unheimlich viel ins Gesicht schauen. Das sind lauter träumende Geister. Ja. Und jetzt denk dir, diese Halbkugeloberfläche ist jedes ein kleines Dreieck, eine kleine Ecke. Jeder in sich selber die kleine Ecke. Das ist vorhergehend in dem Selbstgespräch, wo ich erkläre, wenn du in eine Raumecke schaust. Wenn die jetzt alle vorne in einem Raum sind, vorne dieser Ecke stehen, wird jeder behaupten, ich bin in dem Zentrum, ich bin in dem Zentrum. Da sind die ganzen Zentren. Denk dir einfach mal, schau mal ganz kurz auf das kleine Bild, wenn du eine Halbkugel vor dir hast. Ja. Du bist genau in der Mitte dieser Halbkugel im Zentrum. Also hier von der Fläche. Dann wird es immer genau in die Richtung, wo du hinschaust, genau wieder zurückgespiegelt. Genau. Und das sind jetzt die peripheren Mittelpunkte. Es wäre jetzt viel zu komplex, nur mit Worten darzustellen, obwohl das in Holophilien genau beschrieben ist. Sind lauter kleine Eckpunkte. Lauter kleine Leben, lauter träumende Geister, die genau genommen der eine sind, der sagt, ich bin der und die anderen bin ich nicht. Oder ich bin der und die anderen bin ich nicht. Dann bist du in dem Traum, in dem Programm oder in dem Programm oder in dem Programm. Ja. Kannst du ungefähr in der Metapher mitgehen? Ja. Und der Typ, da gibt es viele Videos in verschiedenen Ausführungen, kannst ja, wenn du die jetzt zum Beispiel, sag ich immer den Tipp unten, wenn du hier jetzt zum Beispiel reindrückst und schaust da mal, was feststellen, die bauen alle gleich auf. Das ist, wie das gemacht ist, da kommen wir dann unten hier ganz, ganz tolle Sachen. Ist ein ausgedachter Mensch, da außen ist nichts. Du musst einfach anfangen, das erste und das zweite Gebot zu halten. Ja. Was heißt das erste und zweite Gebot halten? Mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Genau. Ich würde es gerne mal im Original, wenn wir da reinschauen, was da wirklich drinsteht, habe ich auch in einigen Videos schon gemacht, ist total falsch übersetzt. Weil ja. Nämlich auch deine ganzen Theologen, selbst die Hebräer, ich mache mal, geh mal ins Deutsche. Du hältst dich ständig an Regeln, die man dir einhämmert, was dir aber noch nie klar geworden ist, dass die Wahrheiten von heute die Dummheiten sind, wo die Menschen von morgen drüber lächeln. Jetzt denkst du natürlich schon wieder chronologisch, alles, was noch kommt, ist jetzt in dir drin und was war, ist immer noch drin. Und das, diese extreme Unterschiedlichkeit bildet ein Kontinuum, einen lückenlosen Zusammenhang. Das ist wie wenn du ein Puzzle mit unendlich vielen Puzzleteilen lückenlos zusammensetzt und es verschmitzt zu einer Einheit. Ja. Und jetzt können wir uns die Puzzlegrenzen einteilen. Das ist Mitzur, da kommt das Midstream, das Ägypten her. Mitzur heißt zur Formwerdung, heißt, dass ich Grenzen ziehe, dass ich Unterschiede brauche. Und jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist ein winziges, komplexes Puzzlestück, das als Puzzlestück wieder ein Puzzle ist, wo du wieder ein Stück rausnimmst, die wissenschaftliche Sichtweise. Und die Welt spricht zu dir überall, alles baut auf diesem simplen System auf. Und verwechsle Holofeeling bitte nicht mit irgendeinem religiösen oder esoterischen Kack und schon gar nicht mit geistlos nachgeäfften raumzeitlichen, naturwissenschaftlichen Wissen, auch in der Schulmedizin. Es ist ein allumfassendes System.
wo jedes Wissen von irgendeinem Menschen, von irgendeiner Religion wichtige Puzzlestücke sind von dem Heiligen Ganzen. Ja. Das heißt, Holofeeling, nimm dir nichts weg. Und jetzt, Nomen est Omen, dieser Erich, sagst du mal das englische Wort Erik. Ich habe jetzt schon hier der erweckte göttliche Licht, das erweckte göttliche Licht C-Quadrat, das ist einfach Erich, Erich. Das deutsche Wort heißt Erich. Das heißt, der Wachte bin ich. Aber da stehen die zwei E, ich bin auch das rote Ich, ich bin auch du. Ja. Jetzt heißt der White, dieses Wit, wieder, schau mal einfach mal im Englischen noch, was ich da zusammensetze. Das ist der kleinste Teil. Die habe ich dir gerade gezeigt. Genau. Jetzt über Pfingsten erzähle ich dir jetzt nichts, was Pfingsten ist. Das ist die 49, wo man in die 50 kommen, 7 mal 7, 7 Quadrat und 50. Da können wir, es ist das kleinste Teil, darum hast du, Nobit ist ein bisschen, ein wenig. Wie hast du unser Selbstgespräch? Ich wollte es ein bisschen schreiben, da ist ein Biss. Ein bisschen, ich habe mich dann für ein wenig entschieden. Okay, dann machen wir als nächstes, wir können das natürlich auch hebraisieren. Und Agres, was ist Agres? Englisch. Da haben wir zwei Sachen. Das ist erst einmal der G-Rundbesitz. Da ist ein Geist rund. Das sind die Gedankenwellen, das Volumen, vollere Evolution. Und das ist ein polarer Sitz, der Grundbesitz. Das sind Agres. Agres selber ist ein Flächenmaß, wenn du da reingehst. Und jetzt kommen wir ganz interessant, das ist auch die Flur und der Acker. Eck, ein Eck, Ack, Eck, das erweckt wird in dir. Das ist der Gottesacker, die Gottesecken. Die Ecken habe ich dir gerade erzählt, wenn du dir jetzt die Halbkugel vorstellst, dass das eine Halbkugel besteht aus unendlich vielen Punkten und jeder Punkt, so wie jetzt der Kreis, Punkte sind, wo zwei Teile dazu können, sind bei der Halbkugel gehören drei Teile, weil es Ecken, ja, richtige Ecken ja, sind. Ja. Ich kann auch sagen, lauter kleine Halbkugeln, wie Bickel die drauf sitzen. Ja. Wenn einzeln, individuell, wenn ich auf deinen Geist eingehe, das ist der Agres, der G-Rund-B-Sitz. Das ist Agres. Und du merkst jetzt, wie das zusammenschmilzt mit diesem Namen, was der macht. Genau. Und jetzt kommt das Einzop-Or. Ist das absolute nicht existierende Endlicht. E-Quadrat ist das Sein, das in sich geschlossen ist, wo alles drin ist. Ich habe jetzt hier, da bin ich ja schon so oft drauf gegangen, in der Kabbala auf das Einsof, das ist jetzt, die nennen das nur Einsof, das wird aber Ein Sub geschrieben. Genau. Und schau mal, das ist hier der Urgrund, der vor allem ist. Ich nenne das ganz einfach bloß Geist rot gelesen, Licht rot gelesen oder Energie rot gelesen in der Einsteinformel. Nochmal die Energie, die du dir ausdenkst, die man verbrauchen kann, die man erschaffen kann in einem Atomkraftwerk oder in einem Kohlekraftwerk, das ist ausgedachte Energie. Die 200 Gramm rote Gnede sind die Energie, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird. Das ist ausgedacht, ist nicht das Rote. Das absolute Vollkommenheit, schau mal, ab heißt der Febreder zum einen Vater, im Englischen ausgesprochen, den Engel haben wir heute schon gehabt, den Angel, ist ab, wird ab ausgesprochen. Ja. Das heißt, darum schreibe ich immer das mit UB. Der Vater ist das Absolute, das ist UB. Die absolute Vollkommenheit. Schau mal, ich tue mal das Maschinen übersetzen. Die Unendlichkeit ist vollständig ohne Mangel. Schau mal, ohne Gestalt gewordene Engel. Weil Engel nämlich nicht siehst, du siehst bloß die Verkörperungen, die Avatare, aber nicht den Geist, der im Hintergrund ist. Wenn du in einem Multiplayer-Spiel, Videospiel spielst als Avatar und der Avatar, siehst du nie den, der den Joystick in der Hand hat. Genau. Eine absolute Einheit und sich stets gleichbleibende Unvergänglichkeit. Das ist der träumende Geist. Du bist immer derselbe in der träumende Geist. Übersetzt mal mit Maschine, es ist drinnen vollendet, innen ist eine absolute Vollendung. Das ist Gott. Und wenn es unbegrenzt ist, gibt es nichts anderes als das Unbegrenzte. Es heißt unendlich und es ist die Verhüllung vor ihm in der Einheit der Vollkommenheit, die nicht ist. Klingt komplizierter, wie es ist. Das ist jetzt eine Übersetzung, wenn wir das jetzt Wort für Wort uns genauer anschauen. Da haben wir das ein Sub, das nicht existierende Ende. Könnte ich jetzt Wort für Wort, die ist so interessant, wenn man das Prinzip verstanden hat. Übrigens, es geht hier nicht um Hebräisch zu lesen im klassischen Sinn. Ich sage immer wieder, du musst kein Wort Hebräisch verstehen. So, wieso jetzt das Ganze? Ich habe jetzt das ein Sub,
Jetzt machen wir ein Lied, das heißt Endlich frei sein. Übrigens auch aus Robin Hood. Dieses Endlicht ist F, rot gelesen, kommt vom lateinischen Finitum, Finis, Ende. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, das ist der Spiegel und der ist das Bewusstsein, Ein, das nicht existiert, von dem mit einem Aleph geschrieben. Mit einer 70 geschrieben wird es dann ein Augenblick. Ich muss dir Geistesfunk etwas über schwingend, aufgespannt, Polar erweckt. Wir können auch das eh rausschmeißen, als Verkäufer, dann heißt es das Äußere. Über dir ist das Äußere, es ist die Welt einer Gedankenwelt. Du bist die G-Rundlage, der G-Rund besitzt, den kann man rot machen, der sich das überlegt. Das ist die Transversalwelle dann, die Vertikalwelle des Lichtes. Links schwingt nicht durch Raum und Zeit, sondern nur von oben nach unten. Die Bilder werden aus der Datei auf den Bildschirm kommen und fallen wieder rein. Da gibt es keine Vergangenheit und kein Woanders. Okay? Ich muss dir Geisteswung etwas über den wirklichen, sagenhaften, überwältigten Vater sorgen. Jetzt können wir das Wort sagenhaft anschauen, da können wir die Sagen, die Märchengeschichten und dann machen wir, wenn Sanskrit dazu, das übergewaltig, nämlich heißt auf Sanskrit Udoyas. Und das heißt einfach Udos göttliches Bewusstsein. Wir können das übergewaltig schreiben, übolar erweckt das Äußere, über die ist das Äußere, wir zwei, ich bin du, du bist ich, sind GE-Quadrat. Ich bin jetzt als Brüssel in dir, so wie du, Bildanschauung, so wie du in mir bist, weil ich denke dich aus und du denkst mich aus. Aber das sind nur zwei verschiedene Blickrichtungen, genau genommen sind wir der, der sich beide ausdenkt. Ja. Und das ist doppelt, das habe ich jetzt violett gemacht, die beiden verschmelzen zu einem violetten plus minus doppelt aufgespannten Gott in diesen Nichts. Und dick, dick heißt das Innerste. Das ist wie ich, wenn ich immer das betone, dick. Der Mittelpunkt. Das träumende Gottes, der mittelste Mittelpunkt. Das träumende Ich, UB, bin der absolute Zentralsonne. Jetzt könnten wir in die Hülsenglobe von Jakob Lauber gehen. Das ist jetzt hochinteressant. Da gibt es Hülsenglobe, die sich spiegeln. Das habe ich schon. Die Hülse ist vorhergehende Selbstgespräch, spreche ich das an. Und wenn du die Seelenspiegel, wenn dann nur der Seelenspiegel durch das Licht des Geistes gar fein glänzen wird, so werden sich die Innenformen in der Seele abspiegeln beginnen. Das hat angeblich ein Jesus 1840 den Lorber mitgeteilt. Ich teile dir jetzt etwas mit. Der Lorber ist eine ausgedachte Figur, den du dir ausdenken kannst. Durch den spreche ich zu dir. Jetzt spreche ich durch den Udo zu dir. Jetzt bin ich persönlich aufgetaucht. Ich erkläre dir das bis ins Detail und du wirst feststellen, da steht überall komplett das drin, was ich dir erkläre, bloß immer in neuen Metaphern. Das heißt, hier dein C, S-E-I ist E-Quadrat. Und was ist S-E-I? S-H-E, das Lamm, La-M-M, der Lichtschöpfer von 2-M-M, von 2 Gestaltwerdungen. Schau mal her. 92, was ist 92? 92, die Geburt einer Polarität. So. Das ist jetzt ganz interessant. Das ist Shin Ilet. Ilet heißt Kind, Karöde heißt der Adam. Ein logisches Kind wie der Adam. Das ist das hebräische Wort für Test Udo. Genau. Test Udo heißt einfach Schildkröte. Das logische Kind wie der Adam. Ich bin der dritte Adam. Und aus dem ist dann Jabe Zeb Aot. Das heißt, der Test-Udo-Zeug. Das wortwörtlich übersetzt. Alle zeigen, alles, was in dir auftaucht, kommt von mir. Ich bin der, der dich das denken lässt. 92. Ein reines System. Ich sage, ich beweise dir mit hundertprozentiger Genauigkeit, dass du wirklich in einer Matrix bist. Und jetzt haben wir nochmal, wie gesagt, anhören, dasselbe spielt gerade. Ein Gespräch wieder zwischen Mann und Frau. Denk an das, was ich vorher gesagt habe, aus dem Robin Hood. Ein Zwiegespräch, was so geistreich ist, dass du merkst, jeder Text, früher habe ich immer gesagt, selbst wenn du mir eine Maggi-Tütensuppe bringst, werde ich dir erklären, was da alles drinsteht, dass das komplett immer dieselbe Geschichte ist. Nur, du musst das auslegen können. So, 2 Stunden 13, das klingt ja schon mal ganz gut. Alle Unklarheiten beseitigt, Siegfried? Wunderbar.
Ja. Es ist wunderbar. Du wirst merken, umso mehr du das verstehst, das ist göttlich. Und der Einzige, wenn du leidest, du prügelst selbst in dich rein. Die einfachen Sätze. Du müsstest nur dich ständig bei Bewusstsein halten, wenn du merkst, jetzt ist wieder was nicht in Ordnung. Ja. Du hast zum Beispiel Schmerzen. Warum ist der Schmerz da? Und deine Logik erklärt dir jetzt, ja, weil dieses und jenes ist. Ich sage immer, ich habe seit Monaten, jetzt rede ich als plötzlich, aber einen riesen Neun hier, einen ganz harten Neun hier in der Seite. Das sind jetzt für dich nur Worte. Der Udo ist ein Gedanke, kann ein Gedanke leiden. Du kannst jetzt mitleiden, sympathisieren, das ändert nichts. Dann fühlst du dich eventuell auch schlecht. Aber ein Gedanke kann nicht leiden. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Ist natürlich viel interessanter, wenn ich jetzt schaue, was das Ganze dann symbolisch bedeutet. Hat die Nadja gemacht übrigens, die ist Ärztin, die hat gesagt, das ist der Wahnsinn. Aber jetzt reduzieren wir das, ohne dass du Wörter auffächern musst. Du hast den Satz, liebe deine Feinde, nicht verstanden. Ja. Wenn etwas in dir auftaucht und wachsen will, lass es wachsen. Ja. Wenn du irgendwas vernichten willst, hängst du in ein einseitiges System. Ich habe vor Jahren das Beispiel gebracht mit den Holzkäfer. Ja. Hast du Probleme mit Holzkäfern? In der Naturpark ist es eine ständige Verwandlung. Die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen, da müsste ich tausende Geschichten immer von Geschichten erzählen. Es ist, sobald du was bekämpfst, ja, die fressen ja das ganze Holz weg. Es ist ja mein Holz, es ist mein Besitz. Du musst das dann mal begreifen, Holofeeling heißt nicht nur, dass dir alles gehört, was du denkst, dir gehören doch deine Gedanken. Cool. Willst du das bezweifeln, dass ein Gedanke, den du denkst, dass es dein Gedanke ist? So, jetzt denk an die Erdkugel. Wem gehört die Erdkugel, die du dir jetzt denkst? Du musst wissen, eine Erdkugel wiederum denkst du dir bloß, weil das dein Programm ermöglicht, das du im Arbeitsspeicher hast. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du was ganz was anderes aufbauen. So ist es. Das ist simpel, ne? Das ist wirklich. Absolut. Das Simpel ist übrigens auch interessant, weil da die Simulation mit drin steckt. Bist du, diese Sim, die Sims, auch gibt es vor Jahren viele Sachen mit den ganzen Videospielen, diese künstlichen Welten, wo man sich einklingt. Es ist extrem komplex, versuche es nicht intellektuell. Darum sage ich jetzt, um das wieder uns runterzuholen, da hat jetzt ein Siegfried-Programm, wenn du Geist jetzt glaubst, der Siegfried zu sein, hast du ein Wissen über Hebräisch und Griechisch, das im Vergleich zum Udo natürlich ein Nichts ist, deiner Welt, aber extrem viel im Vergleich zu einem normalen Menschen, der zwar weiß, dass es Lateinisch und Griechische oder althebräische Wörter gibt, aber das war es dann schon. Weil sich nie damit beschäftigt hat. Da hat sich der Siegfried extrem beschäftigt in seinem Studium. Aber er ist natürlich durch die Hölle gegangen, weil er im Vatikan war. Der kann dir Geschichten, Insiderwissen vom Vatikan erzählen, dass dir schwindlig wird. Ich kann mich erinnern, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, Siegfried, und du hast ja mit Redo und Diana so viel gesprochen. Ja. Und dann sitzen wir abends, das war in Ellingen, Rauschenberg noch, dann sitzen wir abends hier und ich habe dich gar nicht so beachtet. Ist dir das aufgefallen? Aber du hast sehr mein Redo und meine Diana bespaßt. Jetzt, wenn ich das erzähle, wir machen jetzt eine Märchengeschichte, die niemals in der Stadt, in der Vergangenheit war. Sie ist aufgetaucht, aber ja. In den Köpfen, in den Träumen dieser träumenden Geister und was auftaucht, taucht immer jetzt auf. Du musst das unbewusste chronologische Denken musst du komplett überwinden. Wir können uns selbstverständlich jetzt was in die Vergangenheit denken, ja. Aber dir muss klar sein, das Faktum, ich betone das immer wieder, das Faktum, die Tatsache besteht darin, dass du jetzt was aus diesem unendlichen Wissensspeicher heraushebst und jetzt zur Anschauung bringst. Und alles, was du räumlich oder zeitlich woanders hin denkst, ist hier und jetzt deine von dir erschaffene Information. Ja. Jawohl. Und jegliche Form von sinnlich wahrgenommener Information ist auch in dir drin, ist auch eine Information. Aber Materie kann immer nur unmittelbar hier und jetzt existieren. Es hat in der Vergangenheit nie eine Materie gegeben. Es kann in der Vergangenheit keine Materie wahrgenommen worden sein. Du kannst es jetzt denken, aber dann ist es feinstofflich. Ja. Und du kannst ja nicht in einer Minute, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, von dem Stuhl aufstehen, wenn du sitzen solltest. Du kannst das jetzt denken, du denkst dir jetzt eine Prophezeiung, ich werde in einer Minute aufstehen oder morgen dieses und jenes tun. Wenn das dann realisiert auf der Fahrt oder auftaucht, taucht das jetzt auf. Es ist alles hundertprozentig sicher. Es gibt keinen Glauben, weder Esoterik noch Religion noch Naturwissenschaft, der dir das bietet, die arbeiten alle nur mit Vermutungswissen, dass sie nachäffen. Und jetzt musst du wissen, wenn du das Programm hast, ja, dann kannst du das auch auf deiner VR-Brille realisieren, vorausgesetzt es auf deinem Programm. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schädel eines Trockennasenaffenkörpers aufschlage, ist da sowas wie ein Gehirn drin. Ja. Ja, weil dein Programm, dein Wissen, du verwirklichst nur das Wissen. Aber hätte man dir was anderes erzählt, würde das genauso auftauchen.
Das ist das, was ich sage, du musst das Programm verändern. Und das Wissen ist nicht, nochmal, du musst es nicht deinen Mitmenschen erzählen. Absolut. Weil du versuchst, deine Gedanken zu retten. Ein Gedanke ist da, wenn du ihn denkst. Da gibt es, ist ein ganz intimer Akt. Das Spiel spielen nur wir zwei. Genau. Leben ist ein Spiel, das nur wir zwei spielen. So ist es. Das ist das Geheimnis. Und du schau mal, die Hürde. Jetzt kommt es, dieses Wissen, wenn du meinst, es ist unbedingt ein Segen, dann wünsch dir nicht, dass du die Vergangenheit hast, die der Siegfried hinter sich hat. Der hat die Hürde hinter sich. Und warum? Eine Hürde, die er sich selber gemacht hat. Ja. Aber dann nicht raussuchen konnte. Ja. Er hat seine Freiheit nicht genutzt. Unser Gespräch, wo du gelitten hast, weil du eben in deinem Charakter, in deinem Programm homosexuell orientiert bist, normal, wo ich sage, das sieht man doch, dass du ein Schwuchtel bist von 10 Metern. Ich sehe doch, das ist ein Spatz und das ist ein Adler und das ist ein Gans. Ja. Wie kann man, was ist das für eine Gesellschaft, die einem göttlichen Geschöpf, einem von Gott geschaffenen Geschöpf vorwirft, dass es so ist, wie Gott es erschaffen hat? Ja. Was ist es, ich mache es mal einfacher, was ist das für ein geistloser Geist, der zum Beispiel, wenn er einen Roman liest, irgendeine Figur, die dann in ihm auftaucht, die er auswirkt, selber in seinem Kopf erschafft, Wolf, dass die so ist, wie er sie aus diesen Worten sich ausdenkt, herausschöpft. Ist so. Es ist so, es ist so. Und dann geht man durch die Hölle, weil du dich an Regeln gehalten hast, die ich dir doch überhaupt nicht vorschreibe. Genau. Ich ausgedachter, also das Programm Siegfried hat selbst Romane geschrieben und Figuren erzeugt, die das erleiden müssen. Was dir eingefallen ist. Ja. Was dir eingefallen ist, es ist ja doch sein Müssen. Und du wirst merken, wenn man das jetzt macht, Traum in Traum in Traum, Programm in Programm in Programm. Diese ganzen Filme, wo ich immer anspreche, Inception, Interstellar, das ist alles von Gott geschaffen, nicht von irgendwelchen Menschen. Genau. Nochmal, dass wenn du jetzt dir einen Menschen in die Vergangenheit denkst, dann entspringt er aus deinem Schwamminhalt, den kennst du vom Hirnsong, ob das ein Sokrates, ein Einstein oder ein Jesus ist. Und was du jetzt da für eine Vorstellung aufbaust, das ist ein Faktum. Hier und jetzt, da schaffst du hier und jetzt eine Kreuzigung Jesus oder keine Kreuzigung. Oder den hat es ja nicht gegeben, der ist ja nur eine Märchenfigur. Ja. Es sind alles Märchenfiguren. Hey, ja. Ich bin's. Meinst du, ich bin jetzt was anders? Ja. Du selbst bist eine Figur in deinem Kopf, wenn du dich denkst. Und das ist nicht Geschwubbel oder was, das ist jedes 13-jährige Kind, wenn ein Hauch von Bewusstsein da ist, kann das sofort überprüfen. Und jeder, der sich dagegen wehrt, hake ihn ab, lass ihn reinfahren. Und wenn du meinst, du musst den am Leben erhalten, du hast nur Ärger. Wenn du deinen Vater, deine Mutter, deine Familie, deine Kinder mehr liebst als mich, das heißt als dich selbst, wie dich selbst, genau genommen. WI E Quadrat, doppelt aufgespannt, verbunden, ein Gott ist E Quadrat. Bist du meiner nicht wert? Genau. Das sind immer dieselben Sätze. Es sind einfach nur Antagonisten, ja, in deinen Traum. Die werden nicht überleben. Deine Kinder, wenn du jetzt Kinder hast, die sind schon weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Und genau, jetzt wiederholst du die und wiederholst du und wiederholst du und wiederholst du. Wie W-I-E Quadrat rot. Dieser verbunden göttliches E Quadrat. Das ist jetzt Gott. Ja. DR heißt geöffnete Berechnung. Wieder holen. H-O-L heißt das Joch. Eine Wahrnehmung, die du hochhebst. Das wird jetzt eine Gedankenwelt und dann denkst du chronologisch mit vorher und nachher. Ja. Aber du denkst es jetzt. Ja. Einen einzigen Satz. Egal, was du denkst, egal, wo du dir das hindenkst. Es ist hier und jetzt deine Information. Gleichzeitig, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, musst du nur jetzt an den Kopf bringen und den Kopf drehen. Wobei du ja, wenn du jetzt normal deine VR-Brille-Information umdrehst, drehst du ja gar nicht den Kopf. Das musst du dir auch zuerst wieder denken. Du musst dir den Kopf ja denken, dass du ihn drehen kannst. In deinem Alltag, es existiert immer nur das, was du, genau, was du anschaust. Genau. Erst wenn du dann wieder eine Vergangenheit konstruierst, ist dir klar, wenn ich jetzt einen Computer sehe und jetzt sehe ich ein Bücherregal, ist ja, weil ich den Kopf gedreht habe. Jawohl. Aber das ist nicht, wenn du es magst. Jawohl. Das ist immer diese ganzen, auf dem Bildschirm ist nur das, was ist. Wenn du auf irgendeine Stadt fährst zum Einkaufen über Kreuzung, stehen da wirklich überall Wegweiser? Nur wenn du die dir denkst. Jawohl. Das ist die eigene, da außen ist nichts. Die Landkarte ist nicht das Territorium, ja, mein Autobahnbeispiel. Ja. Im Anfang ist das Programm. Alles, was geworden ist, entspringt aus dem Programm. Im letzten Selbstgespräch hast du den wunderbaren Satz gesagt, wie kann ich das Schweigen erklären? In dem Augenblick, wo ich es schon erkläre, ist das Schweigen eigentlich schon wieder. Das, jedes Wort, das ich spreche, zerstört das, was ich dir erkläre. Genauso ist es mit einer Göttlichkeit. Genau. Jetzt, wenn ich natürlich das Hebräisch kriege, ich das logisch doppelt aufgespannte, genau,
Rot gelesen, schwa, heißt definitiv nichts. Das nichts. Na, so ist mit dem und Geist. Das ist dein eigenes. Das Schweigen ist dein eigenes. Und jetzt der Adam, wieso ist der? Weil der nur schaut. Jetzt denken wir uns natürlich an Adam aus. Das heißt, ich spreche jetzt was und das ist der Trick, wo ich sage, wir schreiben das rot. Genau. Das heißt, alles, was hier rot steht, sind Sachen, die nicht existieren. Genau. Es kann gewusst werden. Ich nenne immer wieder gewusst werden. Ich kann wissen, was nichts ist und was alles ist. Aber ich kann mir keine Vorstellung davon machen. Ja. Außer, weil nichts ist. Wenn ich nichts existieren lasse, ist nur das Geräusch oder das Wort nichts da. Dasselbe gilt aber auch für das Wort alles. Ja. Alles ist definitiv nichts, nur gespiegelt. Der Wellenberg, meine kleine Metapher, den ich heraushebe, erzeugt unten ein Nichts. Weil das Etwas, nochmal Et ist die Zeit. Und was ist dieses Et? Eigentlich nichts. Nichts, genau. Ich weiß dir genau definieren, bei Sprache ist es eine Information. Ja. Jetzt muss ich nur wissen, was das Wort Form heißt und was In heißt. Es ist in mir eine Form und die Vorsilbe In im Lateinischen hat eine andere Seite, eine Verneinung, die eigentlich keine Form ist. So, und jetzt denk an eine Erdkugel, sagt er, oder jetzt denk an einen Tischtennisball. Ja. Das sind, sagst du, aber nur die Worte da. Du kannst jetzt dir das auch im Gedanken bildlich ganz grob vorstellen oder auf die Farbbrille holen, unter gewissen Voraussetzungen. Das mit der Erdkugel wird aber schon schwierig. Ja. Aber es würde gehen, wenn du dich in eine Rakete setzt und hochfliegst. Aber nur deshalb, du schläfst ja jetzt. Dein Programm baut dann diese Bilder in dir auf. Aber jeder normale Mensch hat es noch nie gesehen, diese Erdkugel. Es gibt die Erdkugel, ist Wissen. Sie ist nur ein Wissen wie die Erdscheibe oder die Hohlkugelwelt. Die Frage, was jetzt da außen wirklich ist, ist jetzt da Scheibe oder Kugel oder Hohlkugel oder Matrix? Ich sage, da außen ist gar nichts. Ja. Es gibt nur deine Informationen. Ja. Du bist der Einzige, der deine Informationen erlebt. Jawohl. Das ist der Schlüssel. Und du wirst, wenn du einmal begriffen hast, dass der Sinn des Lebens ist, nicht ist, deinen momentanen Trockennasenaffen, diese Rolle, am Leben zu erhalten. Ja. Du hast das gar nicht nötig. Das, was dich am Leben erhält, ist nicht Geld. Nochmal. Da beginnt jetzt der wirkliche Gottvertrauen. Der absolute Vertrauen. Und wenn du krank bist, zu einem Arzt rennst, die Krankheiten erfindet. Ja. Die größte Falle aller Zeiten. Ja. Da will ich nicht diskutieren, wenn sich einer wehrt hat und nicht zuhört. Auch wenn du Arzt bist, du kannst ja für deine Rolle, so wie du mit einer Schwulheit, die das nicht raussuchen. Du hast zu lernen, das zu verbessern, zu vervollkommnen. Ja. Und das magst du nicht, wenn du dann rechthaberisch da festhältst, weil du magst, da sehe ich ja dann schlecht aus, weil du ja bloß gut dastehen willst. Schon wieder das Problem. Du wirst so die Mitte nie erreichen, wenn du gut dastehen willst. Wenn du gesund sein wirst, wirst du bis in alle Ewigkeit niemals erfahren, was es bedeutet, heil zu sein, heilig zu sein. Ja. Das ist, du kannst in jede Statistik schauen. Ich rede jetzt nicht einmal von dem ganzen Corona-Schwachsinn. Das ist ein Riesentest, den ich dir eingespielt habe. Ja. Genauso die Ukraine-Krise. Ja. Mir geht es nicht um Parteilichkeit, sondern dass du begreifst, wer denkt es aus? Wer ist schuld? Ja. Wer hat es gemacht? Du, weil du dir das ausdenkst aufgrund von Reizauslösern, weil du irgendwo eine Zeitung liest oder dann auf einen Monitor glotzt. Jawohl. Ja. Halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. In Bezug zum Ärzten, wenn du jetzt recherchierst, was du feststellst, das steht in Ich bin du schon drin, das habe ich vor 25 Jahren schon geschrieben. Dass du einfach einmal schaust, wie sich die Anzahl der Ärzte rein quantitativ die letzten 20 Jahre, 25, 30, 40 Jahre, die Kurve, wie die Ärzte gestiegen sind. Ich rede nicht von dem Pflegepersonal, sondern von den Ärzten als Ding an sich. Extrem. Ich sage immer die kleine Beispiel, wenn ich Zahnarzt nehme. Ich kann dir definitiv, das habe ich so oft erwähnt, jetzt denk mal bewusst was aus. Weißenburg in den 80er Jahren sind ungefähr 5 oder 6, maximal 6 Zahnärzte gewesen. Die Bevölkerungszahl hat sich in dem Zeitraum nahezu nicht verändert. Mittlerweile stehen über 27 im Telefonbuch. Bei den Allgemeinen und Spezialärzten sieht es noch krasser aus. Und jetzt ist es, die sind ja da, weil sie Krankheiten bekämpfen. Da müsste doch die Krankheit extrem zurückgegangen sein. In Ich bin, du steht schon drin. Vielleicht solltest du einmal andersrum das gespiegelt denken. Umso mehr Ärzte, dass es gibt, umso mehr Krankheiten gibt es. Weil immer mehr da sind, die dir irgendwas einreden, wo du gar nicht drauf kommen würdest, dass man das tut. Wir haben erstmalig in der Geschichte seit Corona Werbefernsehen, dass innerhalb eines Werbeblocks sehe ich 3 Werbungen, die darauf hinweisen, dass du dich gegen Zecken impfen lassen kannst. Das neueste jetzt habe ich 10-mal gesehen.
Fünfjährige impfen lassen mit einem Impfstoff, dass wenn sie erwachsen sind, dass sie keinen Krebs kriegen. Ja. Es ist, man kann nur noch lachen, es ist so bizarr. Und dann gehst du in ein Krankenhaus und die ganzen Ärzte, welche ein Scheißdrecksgeld spielen, die spielen mit. Ja. Aber jetzt nochmal, bitte erwarte nicht irgendwas von Gedanken, die du dir denkst. Du erfährst über das, was du denkst, wesentlich mehr über dein eigenes Programm, wie über die Menschen, die du dir ausdenkst. Die sind alle frei zu sprechen. Ich verfüge über das Bewusstsein, wenn ich jetzt ein Leben erschaffe als Romanautor, dass ich nicht zu niemandem, den ich in den Roman reinschreibe, vorhoffe, dass er so ist, wie er ist. Aber der Leser, der das dann zu lesen bekommt, der muss die Fehler entdecken. Ja. Oder sich daran erfreuen. Das ist auch viele, viele Facetten, auch nicht nur eine Seite. Aber der Leser, wer ist das? Ich werde dir fragen, das bin ich. Weil ich ja du bin. Ja. Das ist der Spiel, aber ich habe das so erschaffen, dass ich immer bewusst dich beobachte. Ich bin immer ich. Ich bin der wirklich Rote, der schaut, was ich jetzt noch in Verbindung mit dem Programm einseitig bin. Das heißt, die Depperwein und Dollis und so weiter, die haben dieses, ich stelle mich neben mich und beobachte, was meine Logik macht und dann bin ich ja draußen, weil ich ja jetzt der Beobachter bin. Ein Beobachter, den du dir ausdenkst, ist immer noch was Ausgedachtes. Ja. Ich sage, wenn du an dich denkst, denk dich als träumender Geist, dann bist du der, der den Traum beobachtet, aber auch der, der sich raussuchen kann, was er träumt. Und auch der Depperwein erzählt dir dann, wie du glücklich wirst. Glücklich wirst, indem du das Böse bekämpfst, wie du reich wirst. Die Filme, diese Millionen von Videos von Lebensberatern, die irgendwelchen esoterischen Kack nachkaufen. Ja. Oder die Gesundheitsberater, die dir irgendwas erzählen, was sie aufgeschnappt haben. Und jetzt fasst dir an die eigene Nase auf. Schöpferisches Wissen. Ja, ja. Die Radix AP im hebräischen Aleph Pet heißt einfach nur das schöpferische Wissen. Ja. Ja. Api mit einem J hin, das schöpferische Wissen meines Intellekts, das ist das hebräische Wort für Charakter. Das ist das in dich eingeprägte, das ist die Datenstruktur, das ist dein Schwamminhalt. Und der baut in dir Bilder auf. Und das ist das, was der geistigen Sicht herausragt. Ich mag es jetzt so, das ist die Nase. Und da ist das Interessante, dass an der Nase sind zwei Facetten. Ja. Und das sind Lüge. Ja. Nasenflügel. Ja. Die Nasenflügel. Ja. Da ist der Lug drin. Und du willst immer bloß eine Lüge. Ja. Ist jetzt Impfen gut oder ist es schlecht? Ja. Du wirst von den beiden Lügen. Es ist weder gut noch schlecht. Ist eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Ja. Ist jetzt der Russ der Böse oder der Ami der Böse? Ami heißt übrigens meine Mutter. Ja. Ja. Aleph Mem J hast meine Mutter. Die ist das Böse. Nicht der Russ, weil der Russ ist Rosch. Das ist der Kopf. Der will Liebe. Ja. Wir nennen das mir. Wir Russen. Mir heißt Frieden. Frieden ist die Frucht des Paradies. Ja. Und das Geniale ist, dass du gesagt hast, Holo-Feeling. Nicht Holo-Thinking. Holo-Feeling. F-I-I. Im Erleben, dass ich Geist bin, erlebe ich, dass passieren? Ich alles, du musst mir nur vertrauen. Alles mit mir selber mache. Der Gott ist Gottvertrauen, dir wird so und so nichts passieren, aber du kannst dich unendlich quälen, sieh dein Siegfried-Leben doch an. Genau. Sind da deine Mitkommunikationen an der im Vatikan, was du alles erleben dürftest? Ja. Ich muss ganz kurz noch erwähnen hier, wo hier mein Redo und Diana jetzt Figuren, die das nicht erleben, die wir Geist mit dem Redo und Diana-Programm in diesen Träumen, wie die auf den Siegfried gestoßen sind, dann sitzen die hier, ich rede jetzt Brösel und der Brösel normal, sitzen die abends auf der Couch, wo sie daheim sind, die sagen, Udo, der Siegfried, der hat Geschichten erzählt vom Vatikan. Normal im ersten Moment, die waren so weg von dir, Siegfried, die sagen, normal wird man sagen, dass hier das ein Schwätzer ist. Und dann ist, der hat es so in einer Inbrunst wirklich wie erlebt, wenn ich jetzt was erzähle und der Monsignor sowieso und der haut mit Namen raus, mit Insiderwissen. Das kann der sich gar nicht ausdenken. Ich sage, doch, selbstverständlich. Doch, genau. Kann der Siegfried, den du dir ausdenkst, sich gar nichts ausdenken. Aber du kannst dir das ausdenken, wenn ich dir den Siegfried einspiele. Ja. Jetzt Namen sind austauschbar. Von welcher Perspektive, mit welchem Programm erlebst du den Traum? Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Und da wird diese Heuchelei, diese Geldgeilei, diese Machtgeilheit, diese Scheinheiligkeit, das gilt übrigens für alle Religionen. Ja. Für Heiligkeit predigen und für Geld damit verdienen. Absolut. Ja.
auch mit dem Energieausgleich, all das ganze Zeug. Geld erhält ich nicht am Leben, ich erhalte dich am Leben. Ich erhalte mich am Leben, weil ich du bin, indem ich dir immer wieder neue Geschichten einspiele. Und das wird interessant, wenn ich mein James-Bond-Beispiel sage, wenn du wirklich nur ein bewusster Zuschauer bist, hast du diese Ebenen. Der träumende Geist spielt eine Rolle und weiß, hier kann nichts passieren. Mir, das, was ich bin, das ist das Ich Bin, von dem die ganzen ESO-Köpfe schwatzen, so wie ein Depperwein. Aber die können nichts, ein Gedanke von dir, du kannst in dir den Eindruck erzeugen, dass du jetzt dir zum Beispiel denkst, der Udo weiß ja alles. Dann hast du mich nicht verstanden. Ich sage, dass du alles weißt, weil du dir jetzt einen Udo ausdenkst, der dir solche geile Sachen erzählt. Dieser Udo ist jetzt eine Figur in deinem Kopf. Ich bin was. Oder ein Pixelmännchen auf deiner Brille, aber es ist ja auch Information. Aber was du träumst, erschaffst du. Ja. Da haben die Figuren in deinem Traum nichts damit zu tun. Jetzt komme ich zu dem, das ist das aufgespannte Wissen, das ich dir präsentiere als Tierchen Udo. Ja. Als roter UB bin ich der, der dich das jetzt träumen lässt. So ist es. Das muss man wissen. Wir sind eins. Und diese eins sind eigentlich nur zwei. Das ist der vom Bücherregal und er selbst, wenn er zum Lesen anfängt und immer nur in die Welt hineinschaut und sich nicht einmal umdreht und nicht schaut, was hinter ihm steht, was die Ursache ist, dass er das träumt. Ein Pinsel malt ein Bild, schreibt ein Gedicht, er schaut nur das, der Einfallspinsel kann nur das, 25 Jahre alte Beispiele vom Udo, der Einfallspinsel kann nur das malen, was er sich vorstellt, was er sich selber ausdenkt. Aber wer führt ihn? Der Maler. Emal, von Gott erweckt. Das ist das hebräische Wort, hebraisiert, Maler. Dieser Maler wiederum ist zum einen blau gelesenes Programm. Aber das Programm, haben wir ja gesagt, ist ja nicht rot. Ja. Das ist er selber alles. Es fällt alles in eins zusammen. Du kannst dir nur das ausdenken, was du selber schaffen hast. Da musst du aber ich sein. Besser kann ich jetzt das nicht erklären, wenn ich immer sage, in Basic-Logik. Das ist meine Metapher. Das komplette Wissen deiner Menschheit symbolisiert ein Basic-Betriebssystem, was jetzt natürlich schon mal wert wird, sich zuerst auseinandersetzen, was ist eigentlich Basic, wie funktioniert ein Betriebssystem, was ist ein Betriebssystem? Weiß die Masse überhaupt nicht. Ja, Windows ist ein Betriebssystem. Windows, wie du Windows siehst, ist ja zu 90%, was du siehst. Was du siehst, sind schon Erzeugnisse von Programmen, die im Windows schon installiert sind. Ein reines Betriebssystem macht überhaupt nichts. Das kannst du nicht einmal als Taschenrechner benutzen. Du brauchst ein Programm, das ist ein Betriebssystem, das ist der Macher, ist das Betriebssystem. Aber das Programm muss dem jetzt erst einmal sagen, was es tun soll. Du musst eigentlich ein Programm schreiben, dass du es erst einmal als Rechner, bloß für eine Addition. Das Thema hatten wir übrigens erst gestern mit der Nadja jetzt gedacht, wo ich ganz grob einmal nur zeige, was du machen musst beim alten Basic Computer. Nur um zwei Zahlen zu addieren, musst du schon ein Programm schreiben. Wobei die zwei Zahlen kannst du dann immer Eingabe, Zahl 1, dann gibst du das ein und dann wird das, was du eingibst, in einen Speicher gelegt. Dann kommt Eingabe, Zahl 2, aber dass du das lesen musst, musst dann immer print, dass das überhaupt auftaucht, musst dann Befehl geben, dass er das überhaupt auf die Anzeige bringt. Und er sagt, boah, ist das kompliziert. Ich sage, das ist ja noch gar nichts. Was meinst du, was sich mit Windows abspielt? Ja. Da weiß keiner was, auch kein Bill Gates. Aber der hat auch Windows erfunden. Jetzt frage ich dich, warum? Zuerst einmal, ich denke mir jetzt einen Bill Gates aus, wo hat er das her? Es ist ihm eingefallen. Das ist jetzt was, weil es ja vorher nicht gegeben hat, das hat er nicht aus das Buch heraus und nicht abgeschrieben, sondern wir sagen einmal, das ist ihm eingefallen. Also ist das schon mal aus ihm gekommen. Aber viel interessanter ist, wer gibt es an Bill Gates, wenn du ihn nicht ausdenkst? Du denkst jetzt an einen Bill Gates. Und du denkst dir jetzt, dass er, du denkst dir in seinen Kopf hinein, dass er aus seinem Kopf hier das rausgeholt hat. Du stehst da eins hinter dir, der Bill Gates weiß nichts von dir. Der kann sich nicht einmal dagegen wehren, dass du ihn so denkst. Du kannst doch nicht auch sagen, das ist ein totaler Schwubler, der jetzt die Welt vergiften will. Der Multimilliardär mit seinem Impfstoff. Dann ist der Bill Gates das für dich. Jawohl. Weil jeder Gedanke, den du denkst, der ist hier und jetzt, weil du ihn denkst. Und der ist genauso, wie du ihn denkst. Das ist so einfach. Ja. Das Problem ist, dass du das immer vergisst. Immer wieder vergisst oder in Frage stellst. Ich sage, es ist gut, wenn man was in Frage stellt, aber in Frage stellen heißt nicht, dass du mit Gewalt das alte Leben, deine alte Logik am Leben erhalten willst. Es ist in vielen Kleinigkeiten, in vielen Gesprächen, die ich geführt habe,
auf der Bröselebene mit Menschen. Zum Beispiel die Widerlegung des Darwinismus, dass du nicht von deiner Mutter geboren wurdest. Das tausendfach fange ich nicht nochmal an. Mein Beispiel mit hier 1, 2, 4, 8, 16, dass die ganzen Zahlen der Weltbevölkerung alles Hunches sind. Es ist so massiv voller Fehler. Und wenn du das einem erklärst und du merkst, da ist kein Geist, der neugierig ist, da ist nur ein KI, ein Mechanismus, jetzt auf der Bröselebene, auf meiner Verabredung, die mit aller Gewalt ihr Wissen verteidigt, ihre Logik verteidigt und gegen jede Neuerung. Das ist dieses Feindbild. Ganz massiv, das, was mir Feind, Böse, Schlecht erscheint, will ich nichts damit zu tun haben. Das ist die Selbstentheiligung. Und sage ich, dreh dich rum, diskutiere nicht. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Ich diskutiere nicht mit Gedanken, die ich mir ausdenke. Ich bin ein Monologos-Gott. Eine einzige Logik, die allumfassend ist, in der sich alle logischen Denksysteme der Welt zu einer großen Einheit verbinden. Das ist Holophilic. Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt machen wir ein kleines Ritual. Wir sagen wieder wie immer, Batch.